Raum, sondern im Hörsaal 8. Kommt gerne alle vorbei und hört euch das Podium an. Das Thema ist Demokratie und die Linke. Im Anschluss wird es wahrscheinlich auch noch so eine kleine Party geben. Unser guter Freund Tom stellt dafür seine Wohnung zur Verfügung. wer das noch irgendwie genau wissen will, wo das ist und so weiter, sofort kommt einfach zu der Podiumsdiskussion und im Anschluss schließt euch irgendwie der Meute an, die sich dann dahin bewegt. Es wird eventuell darauf hinauslaufen, dass nicht alle diese Leute in diese Wohnung reinkommen. In dem Fall müssen wir uns noch überlegen. Dann geben wir vielleicht eine Kneipe oder so. Oder teilen das auf. Genau, morgen haben wir auch noch mal zwei Veranstaltungen, auch wieder ein Teach-In. Der eine davon wird von Clint gemacht zum Green New Deal bzw. New Deal. Und abends gibt es quasi dann das Podium, das auch Thema dieser Konferenz ist, und zwar zur Krise des Neoliberalismus. Und das ist auch um 18 Uhr. Da sind die Veranstaltungen aber woanders, und zwar im Pöbelhaus, im Osten von der Stadt. Also das Podium abends ist im Conner Island, auch um 18 Uhr. Und da gibt es dann auch im Anschluss eine Party im sogenannten Adi. Du weißt, wo das ist? Und das ist wo? Das ist in der Georg-Schwarz-Straße. Genau. Wir haben draußen zwei also E-Mail-Listen ausgelegt. Die eine ist so Platypus Deutschland, also das ist da quasi so ein E-Mail-Verteiler, wo allerhand Zeug irgendwie diskutiert wird. Also da könnt ihr euch gerne einschreiben und irgendwelche Artikel reinposten und die mit vielen Leuten diskutieren. Ansonsten Platypus Leipzig ist quasi der andere Verteiler, auf den ihr euch schreiben könnt. Das ist für das, was wir hier so in Leipzig machen. Wir haben einen Lesekreis, der ist jede Woche dienstags um 19 Uhr und die Räumlichkeiten ändern sich teilweise. Also schreibt euch einfach auf den Verteiler, dann kriegt ihr mit, wo genau das stattfindet und andere Veranstaltungen, ja, so Barabende, Coffee Breaks, eventuell weitere Podiumsdiskussionen und so weiter und so fort. Kriegt ihr darüber mitgeteilt, wann und wo das stattfindet. Genau, wir haben auch so den sogenannten Platypus Review, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, eine deutsche Ausgabe und englische Ausgabe. Die könnt ihr euch gerne einfach einpacken und lesen. Genau. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, was es zu sagen gibt, glaube ich. Ansonsten, ja, schön, dass ihr alle da seid und bis später. Und Stefan wird uns jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, ich freue mich, dass ihr alle so sehr zahlreich hier erschienen seid. Und ich habe gedacht, ich lese vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, nochmal die Veranstaltungsbeschreibung kurz vor. Die Veranstaltung heißt Sexuelle Befreiung und die Linke. Sexualität ist der Ursprung allen menschlichen Lebens und alle Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Aber als wissenschaftlicher und politischer Begriff ist Sexualität, ebenso wie Sozialismus und Marxismus, ein Produkt der Moderne. Der Teach-In will der Frage nachgehen, wie Marxistinnen und Marxisten seitdem das Verhältnis von sexueller Befreiung und sozialistischer Revolution beurteilten und charakterisierten. Die Geschichte der Linken stellt uns vor Fragen. Gibt es überhaupt noch einen Kampf um sexuelle Befreiung? Was ist der politische Gehalt heutiger Diskussionen zum Thema Sexualität? Steht Sexualität noch in der Vorhut gesellschaftlicher Kämpfe, wie die Neue Linke es proklamierte? Ich habe für die 10. Ausgabe der deutschsprachigen Platypus Review Volkmar Sigusch interviewt, der als einer der bekanntesten und einflussreichsten Sexualwissenschaftler im deutschsprachigen Raum zumindest gilt, aber auch weltweit von Bedeutung ist. Und das Gespräch habe ich eröffnet mit der Frage: Herr Sigusch, führt die Linke heute einen Kampf um sexuelle Befreiung? Worauf seine Antwort recht kurz und knapp war: nicht, dass ich wüsste. Volkmar Sigusch hat ein Buch geschrieben, was mich vor vielen Jahren sehr für dieses Thema interessiert hat. Das heißt Neosexualitäten und beschäftigt sich damit, dass in der Nachzeit der Neuen Linken Sexualität eigentlich nicht mehr als was Einheitliches betrachtet werden kann, sondern in viele verschiedene Bereiche zersplittert. Ich habe mich also gefragt, worum geht dieser Teach-In eigentlich? Ich wollte in Fragen nachgehen, was ist eigentlich Sexualität, was ist sexuelle Befreiung? Und was ist das Verhältnis der Linken zur sexuellen Befreiung? In der Vorbereitung ist mir dann aufgefallen, dass sich der Teach-In eigentlich in zwei Bereiche aufteilt. Nämlich freie Liebe und die Linke und sexuelle Befreiung und Marxismus. Bevor ich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Begriffspaare genauer erläutern will, will ich sie erstmal von dem abgrenzen, wovon sich beide unterscheiden. Beide sind positiv formuliert. Sie beschäftigen sich mit Freiheit und deren Herstellung. Damit stehen sie dem übergroßen Teil heutiger linker Theorie und Praxis entgegen, die einen Kampf gegen sexuelle Unterdrückung bzw. gegen Sexismus als Ziel linker Sexualpolitik formulieren. In diesem
diesem Sinne möchte ich stattdessen die Geschichte des Kampfes um und für Freiheit erzählen. Was sind die Gemeinsamkeiten der Begriffe? Sie alle, das heißt die Linke, freie Liebe, sexuelle Befreiung und Marxismus, sind Begriffe der Moderne. Sie sind Begriffe einer Epoche, die die traditionelle Gesellschaft überwunden hat. Sie entstammen einer Zeit, in der die Gesellschaft an den Idealen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausgerichtet wurden und nicht tradierter religiöser Normen. Also einer Zeit, in der weder Gott noch Natur die Gesetze des Zusammenlebens geben, sondern Menschen. Genauer gesagt, die menschliche Gesellschaft, die mehr umfasst als die Summe ihrer Teile. Es geht also nicht rein um alle Individuen, sondern zum Beispiel auch um menschliche Institutionen, die sich im Verlauf der Zeit herausgebildet haben. Wo sind die Unterschiede in den Konzepten? Die Linke und freie Liebe sind Begriffe der bürgerlichen Revolution. Marxismus und Sexualität hingegen sind Begriffe, also Konzepte, der Krise dieser bürgerlichen Revolution und der von ihr hervorgebrachten Gesellschaft. Für Marx bedeutete Kapitalismus die bürgerliche Revolution, die bürgerliche Gesellschaft im Selbstwiderspruch. Die bürgerliche Gesellschaft war ein politisches Projekt, das durch die industrielle Revolution nicht mehr in der Lage war, ihre eigenen Ansprüche umzusetzen oder ohne damit deren Gegenteil zu erzeugen. Doch dazu später mehr. Ich will jetzt also kurz einen historischen und theoretischen Rahmen geben. Dafür werde ich so etwa 40, vielleicht 45 Minuten brauchen, vielleicht sind es auch noch 35. Und das Ganze als eine Art Vorbereitung und Grundlage für ein Gespräch und eine Diskussion danach herausgeben. Sexualität, was als letzter Begriff noch aufsteht, ist als Begriff wissenschaftlicher Herkunft. Die Ursprünge der Sexualwissenschaft liegen in den 1850ern, 60ern und 70ern. Pioniere waren beispielsweise Paolo Mantegazza in Italien und Karl Heinrich Ulrichs in Deutschland, der retrospektiv der erste Kämpfer für die Rechte homosexuell begehrender Männer war. Um zu verstehen, woher Marxismus und Sexualität kommen, müssen wir also zuerst die bürgerlichen Konzepte der Liebe betrachten. Das Platypus-Mitglied David Fels hat in seinem Artikel zur Transgender-Befreiung Fragezeichen begonnen mit der romantischen Liebe, die sich in der Kunst zum Beispiel auch schon vor der bürgerlichen Revolution findet. Unter dieser romantischen Liebe versteht er den Dreiklang von Erotik, Sex und Familie. Vor den bürgerlichen Revolutionen mag es immer wieder vorgekommen sein, dass einzelne Menschen dieses Glück erleben durften. Es war aber weder ein gesellschaftsordnendes Ideal, noch dementsprechend gängige soziale Praxis. Die bürgerliche Revolution aber löste alle alten, traditionellen Bande auf und erlaubte neue, frei gewählte Verbindungen. Unter der französischen Nationalversammlung, also nach der französischen Revolution, waren die Strafen gegen Sodomie und Crossdressing aufgehoben worden und durch den Code Napoleon in Deutschland verbreitet worden. Mary Wollstonecraft, eine oft als Feministin bezeichnete tatsächlich Vorkämpferin der Frauenbefreiung, verließ Großbritannien, um sich an der französischen Revolution zu beteiligen, formulierte politische Ideen, die von großem Einfluss waren für das, was später als Frauenbefreiung verstanden wurde, aber auch für freie Liebe. Freie Liebe hieß dabei allerdings nicht, wie das heute häufig verstanden wird, multiple und oder kurzzeitige Sexualbeziehungen, sondern dass freiwillige sexuelle Beziehungen nicht durch Gesetze zu regulieren seien, gleich ob religiöser oder staatlicher Natur. Freie Liebe war keine abgelöste, im luftleeren Raum schwebende Forderung, sondern als wesentlicher Bestandteil von Freiheit selbst verstanden worden. Die Menschen begriffen sich als frei und darum auch ihre Liebe und ihr Lieben. Dieses Konzept der freien Liebe wurde aufgegriffen und weitergeführt durch die utopischen Sozialisten des 19. Jahrhunderts. Unter diesen war der wohl berühmteste Vertreter der freien Liebe Charles Fourier. Er plädierte für die Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen, was die völlige Gleichstellung der Frau einbegriff, wollte Lohnarbeit von leidvoller Qual zu leidenschaftlicher Lust umformen und propagierte Lebenskommunen, die die bröckelnden sozialen Strukturen der Familie überwinden sollten. In diesem utopischen Sozialismus findet sich die Grundlage für David Fels Re- und Paraphrasierung dessen, was Juliet Mitchell in ihrem Aufsatz Women the Longest Revolution in den 1960er Jahren formulierte. So wie die kapitalistischen Marktbeziehungen die historische Voraussetzung für den Sozialismus waren,
waren die bürgerlichen Ehebeziehungen auf Grundlage der romantischen Liebe die Voraussetzung für sexuelle Emanzipation. Was ist also eigentlich diese Sexualität, von der wir sprechen? Meine Eltern haben immer gesagt, Sexualität ist das Natürlichste der Welt. Wie vieles, was Eltern sagen, war das gut gemeint und hatte einen wahren Kern. Wenn man sich das Phänomen genauer betrachtet, ist es aber auch eine etwas fragwürdige Aussage. Sexualwissenschaft, die sich als naturwissenschaftlich begreift, proklamiert drei Dimensionen der Sexualität. Lust, Reproduktion und Beziehung. Streng genommen handelt es sich dabei allerdings auch nicht um Dimensionen, da die drei Bestandteile ineinander vermittelt, nicht unabhängig voneinander sind und durch eine größere Vermittlungsinstanz verbunden sind. Gesellschaftlich-historische Produktion. Das, was Marx den Stoffwechsel der Gattung mit der Natur nannte. Um darauf vielleicht nochmal einzugehen, die Frage von Lust, man kann sie jetzt als was sehr Tierisches begreifen, irgendwie das Erlangen von Lust, das Vermeiden von Unlust. Aber für viele Menschen ist es immer noch so, dass sie vielleicht sagen würden, für mich ist körperliche Lust nicht unabhängig von der Beziehung, die ich mit einem Menschen habe. Viele Ehen werden immer noch geschlossen und in unserem Gesetz wird die Ehe immer noch geschützt, weil sie die Familie schützt. Insofern sind Beziehungen und Reproduktion auch nicht unabhängig voneinander. Und Reproduktion ist für viele Leute immer noch was, was für Lust entscheidend ist. Leute sind unglücklich, wenn sie Kinder haben wollen und es nicht können. Und ihre Beziehung wird dementsprechend auch davon betroffen. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass an unserer Sexualität was Gesellschaftliches ist, dass die Formen unseres Zusammenlebens bis hineingehen in Fragen dessen, was eigentlich irgendwie naturwissenschaftlich behandelt wird. Wenn ich also mich auf diese Frage einlasse, was ist denn natürlich an Sexualität und was ist denn gesellschaftlich, muss ich erstmal sagen, was ich damit eigentlich meine. Unter Natur, traditionell verstanden in dem Fall, meint man den Teil der Wirklichkeit, der nicht vom Menschen hergestellt oder gestaltet wurde. Gesellschaft hingegen, keine erschöpfende Definition, ist die geschichtliche Produktion menschlicher Individualität und menschlichen Zusammenlebens. Für die bürgerlichen Revolutionen hat das eine andere Bedeutung gehabt als noch für uns. Für Kant sind Natur und Gesellschaft oder Natur und Freiheit strikte Gegensätze. In der dritten Kantschen Antinomie, die Hegel später als die Geburtsstunde der Dialektik bezeichnet hat, sieht Kant den Menschen als Bewohner zweier Welten, dem Reich der Natur und dem Reich der Freiheit, also der Gesellschaft. Kant als bürgerlich-revolutionärer Philosoph sah die beiden in einem Ausschlussverhältnis. Die bürgerliche Revolution will sich für die Freiheit entscheiden, denken und handeln stets so einrichten, als sei der Mensch wirklich frei. Kants Begründung dahinter ist, wenn wir nicht frei sind, ist es sowieso egal, was wir machen. Dann sind wir von Naturgesetzen abhängig. Mein Handeln ist genauso vorbestimmt, wie das, wenn ich was auf den Boden werfe, es mit 9,81 Newtonmeter von der Erde angezogen wird und nichts in der Welt was daran ändert. Später wird die Frage noch ein bisschen anders gesehen. Ich greife ganz kurz vor zu Freud. Freud wird von der kritischen Theorie als der höchste Punkt des bürgerlichen Selbstverständnisses von Sexualität betrachtet. Für Freud ist Sexualität der Ausdruck des Eros, eines primordialen, vorgeschichtlichen Triebes, der die Naturbasis menschlicher Sexualität ist. Ein Trieb ist dabei für Freud ein dynamischer, in einem Drang bestehender Prozess, der den Organismus auf ein Ziel hinstreben lässt. Für Freud sind menschliche Triebe polymorph pervers, das heißt vielgestaltig und abweichend. Ihre Natur ist, dass ihr Ziel im Vorhinein nicht festgelegt ist. Freud beschreibt also bereits eine widersprüchliche Natur der menschlichen Sexualität. Er steht nicht mehr in einer Zeit der freien Liebe, sondern in der Geschichte der Sexualität. Der bereits angesprochene kritische Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch, der bei Adorno und Horkheimer studierte, beantwortet die Frage, gibt es natürliche Sexualität, wie folgt. Der Mensch ist von Natur gesellschaftlich und seine Sexualität ist es auch. Das natürliche Moment am Sexuellen lässt sich vom Gesellschaftlichen prinzipiell nicht abscheiden, im Sinne von primär und sekundär, von vorausgegeben und gemacht, von richtig und falsch.
weder unsere Sexualität allgemein, noch unsere Homo- und Heterosexualität, weder Geschlechtsidentität, Monogamie noch Fremdenhass sind menschheitsgeschichtlich stabil. Totalitär ist die Annahme, Movens und Causa liegen in der physischen Natur des Menschen. Ebenso totalitär ist die Annahme, alles sei gesellschaftlich konstruiert. Konstruiert ist hierbei nicht dasselbe wie produziert. Das Konstruierte ist was, was ich im Grunde mir ausdenke, aus dem Geist in die Realität hole, während die Produktion das Zusammenspiel ist des menschlichen Handelns und der Naturbasis, an der sich abgearbeitet wird. Der schon beschriebene Stoffwechselprozess des Menschen mit der Natur, die Marx anspricht. Die Geschichte der Sexualität ist also die Geschichte des Kampfes um sexuelle Befreiung. Und das ist die Geschichte der Linken, oder besser, sie war es. Wie stand der Marxismus also zum Phänomen der Sexualität, die als Begriff aus den 1850er und vorfolgenden Jahren stammt? Karl Marx entstammt derselben Generation wie die Pioniere der Sexualwissenschaft. Das heißt, die haben so, Marx ist 13 Jahre älter als der jüngste dieser frühen Pioniere der Sexualwissenschaft. Sie alle hatten zwar die Französische Revolution nicht miterlebt, aber waren unter den neuen Freiheiten des Code Napoléon aufgewachsen, also die neuen sexuellen Freiheiten der Französischen Revolution durch Europa getragen hatte. Es war das Scheitern der Revolution von 1848, der Verrat des Bürgertums an den Arbeitern, die ihr Recht auf soziale Teilhabe einforderten, was Marx zum Marxisten und zu einem politischen Denker sui generis eigener Art machte. Nach den Niederlagen der Revolution wurde in weiten Teilen Europas jene bürgerlichen Freiheiten wieder einkassiert. Die bürgerliche Kernfamilie schien monolithischer denn je, die Befreiung der Frauen zum Feigenblatt ihrer Ausbeutung in der Lohnarbeit, Sodomie und Crossdressing wurden spätestens mit der Gründung des Deutschen Reichs wieder kriminalisiert. Somit trat zum ersten Mal Sexualität als abgetrennte Sphäre der Gesellschaft auf. Menschen forderten nicht aufgrund ihres Status als freier Menschen ihre sexuelle Freiheit ein, sondern sie begriffen sich als unterdrückt in ihrer Sexualität. Sie waren als Freier aufgewachsen, die sodomieren und crossdressen durften. Nun sollten sie zu Unfreien werden, weil sie eben dies taten. Dies war der Anstoß für den Kampf, in der eigenen, bereits geformten Sexualität frei sein zu dürfen. Die Utopie der Freiheit wurde fragmentiert, zerfiel in unterschiedliche Themen, Kampffelder und Stränge. Der Kampf um die Utopie schien ihren Ausdruck nicht länger in der bürgerlichen Revolution zu finden. Marx sah, dass die Gesellschaft in einen Selbstwiderspruch mit sich getreten war. Auf der einen Seite war es die Teilnahme an der Arbeit der Gesellschaft, die soziale Teilhabe ermöglichen sollte. Arbeit, die nach menschlicher Lebenszeit bemessen wurde. Menschliche Lebenszeit wurde so zum Hauptmaßstab des Wertes. Auf der anderen Seite hatte die industrielle Revolution dafür gesorgt, dass immer weniger menschliche Arbeitszeit zur Erzeugung von Gütern benötigt wurde. Dieser maschinelle Zugewinn an Produktivkraft sorgte allerdings nicht dafür, dass die Menschen weniger arbeiten mussten, sondern dass die Arbeiter miteinander um Jobs konkurrieren mussten. Isaac Deutscher fasst Marx' Kritik des Kapitalismus der bürgerlichen Gesellschaft im Selbstwiderspruch wie folgt zusammen. Und das ist das einzige kurze englische Zitat, was ich bringen möchte. Es ist aber, glaube ich, ganz gut verständlich. Ich werde langsam vorlesen. There is one, only one, essential element in the Marxist critique of capitalism. It is this. There is a striking contradiction between the increasingly social character of the process of production and the antisocial character of capitalist property. Our mode of existence, the whole manner of production, is becoming more and more social in the sense that the old freelance producers can no longer go on producing in independence from each other, from generation to generation, as they did in the pre-capitalist system. Und der nächste Punkt ist der, der für mich sehr entscheidend ist für dieses Thema. Every element, every fraction, every little tiny organ of our society is dependent on all the rest. The whole process of production becomes one social process of production.
and not only one national process of production, but one international process of production. At the same time, you have an anti-social kind of property, private property. This contradiction between the anti-social character of property and the social character of our production is the source of all anarchy and irrationality in capitalism. Alles wird produziert, nicht nur Gegenstände, Individualität, menschliche Beziehungen, Gesetze, Ästhetik, Lüste, alles wird produziert im Kapitalismus. Niemand hat vor 100 Jahren ein Begehren nach Cybersex gehabt. Produziert. Marx begriff Kapitalismus als konkrete Totalität, als einen von Menschen angestoßenen Prozess, der alles zusammenhält und alles hervorbringt. Kapitalismus ist der Prozess, in dem die Menschheit ihr eigenes Wesen beständig neu hervorbringt und transformiert. Es ist um dieser Widerspruch der Produktionsweise, der für Marx den wesentlichen Widerspruch und die zu lösende Aufgabe der menschlichen Zivilisation als Ganzes darstellte. Der notwendige Schritt, besser Sprung, vom Reich der Naturnotwendigkeit ins Reich der menschlichen Freiheit. Marx sah in diesem Widerspruch das vermittelnde Moment aller anderen Konflikte, Widersprüche und Kämpfe der bürgerlichen Gesellschaft. Das Scheitern der Revolution von 1848 ließ Marx zu der politischen Strategie finden, die seitdem den Kern des Marxismus bildete. Marx erläutert diesen in einem Brief an Josef Weidemeyer aus dem Jahr 1852. Marx sagt: Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist, zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt, drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Der Widerspruch des Kapitalismus ist nicht ein Konflikt zwischen den sozialen Klassen und die Diktatur des Proletariats nicht erstrebenswert aus reinen Gerechtigkeitsgründen. Das Wesen des kapitalistischen Widerspruchs ist die sich selbst limitierende und unterminierende Produktion und Reproduktion der Gesellschaft. Die Diktatur des Proletariats ist für Marx und den Marxismus der nächste notwendige Schritt zur Vollendung der Ideale der bürgerlichen Gesellschaft. Nicht nur der Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern auch und besonders der Freiheit. Jetzt muss ich einen recht langen Teil der Geschichte recht kurz zusammenfassen. Mit der Gründung der Zweiten Internationale, das heißt der Sozialistischen Internationale, deren stärkste Partei die SPD war, bei der Marx und Engels Mitglieder waren. Mit der Gründung der Zweiten Internationale begann der Kampf des Marxismus um die Befreiung der Potenziale des Kapitalismus. Dieser war immer noch Statthalter und Ausdruck bürgerlicher Freiheit, das revolutionärste und radikalste, was in der Geschichte jemals existierte. Das historische Projekt des Marxismus war die Umsetzung der Ideen des utopischen Sozialismus auf der Basis der fortgeschrittensten Produktionsweise. Dementsprechend sahen es die marxistischen Organisationen als ihre Aufgabe an, alle sozialen Kämpfe miteinander zu verbinden und zu einem Punkt zuzuspitzen. Zur sozialistischen Revolution, die die Diktatur des Proletariats errichten sollte, die, so der Marxismus, als einziges zur Befreiung der Menschheit zum Ende der Natur und Vorgeschichte führen konnte. Dies allein, so die Überzeugung des Marxismus, konnte es doch noch ermöglichen, die Utopien der bürgerlichen Revolution zur konkreten Wirklichkeit werden zu lassen. Trotz dieses Endziels war der Marxismus für alltägliche Kämpfe um Reformen nicht blind. August Bebel, einer der berühmtesten Vertreter der SPD dieser Zeit, beispielsweise forderte die Befreiung der Frau
ebenso wie die Rücknahme der Anti-Sodomie- und Anti-Cross-Dressing-Gesetze. Die Marxisten forderten diese Reform im Kampf gegen einen Staat, der sich über die Zivilgesellschaft und ihre Mitglieder erhoben hatte und Freiheit nicht mehr garantierte, wie es die bürgerliche Revolution intendiert hatte, sondern stattdessen einschränkte und bei Zuwiderhandlungen mit schweren Strafen verfolgte. Die revolutionäre Überwindung dieses autoritären Staates war das Ziel der Marxisten. Ein Zurück zu den ursprünglichen Ideen eines Staates, dessen Zweck es sein sollte, sich eines Tages überflüssig zu machen, weil freie Menschen ihn nicht mehr benötigten. Weder waren die Kämpfe für Reformen leere Phrase, noch galt das Erringen einzelner Reformen als Etappensieg auf dem Weg zum Sozialismus. Zumindest den Worten nach und zumindest bis zum sogenannten Revisionismusstreit zwischen Rosa Luxemburg und Eduard Bernstein. Wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, empfehle ich, sucht euch eine Plattbusgruppe in eurer Nähe, besucht den Lesekreis Was ist Marxismus, Was ist die Linke und Was ist revolutionärer Marxismus. Es macht einfach keinen Sinn, das hier jetzt noch reinquetschen zu wollen. Wir können nachher gern drüber reden, wenn Interesse besteht. Und so schwierig es ist, ich muss jetzt auch noch weiterspringen. Zu dem, was wir in Platypus die Krise des Marxismus nennen. Damit ihr euch übrigens orientieren könnt, ich bin jetzt so gut zu zwei Dritteln durch. Im Ersten Weltkrieg zerbrach die Zweite Internationale am Verrat ihrer Führung, die die Massen der Arbeiter nationalistisch einpeitschte und auf die Schlachtbank der Geschichte führte. Lenin trieb einen Keil in die Bruchstellen, führte die Oktoberrevolution 1917 an und gründete die Dritte Internationale. Aus der Krise des Marxismus und der Spaltung der sozialistischen Zweiten Internationale gingen zwei Staatsführungen hervor. Die SPD, die die Weimarer Republik ausrief, und die KPDSU, die die Sowjetunion begründete. In beiden Staaten, so unterschiedlich sie sonst auch waren, nahmen die Kämpfe für die sexuelle Befreiung, die Kämpfer für die sexuellen Befreiungen ihre neuen Einflussmöglichkeiten als Pflichten auf und brachten die Reformen, für die die Zweite Internationale gekämpft hatte, als staatliche Gesetze auf den Weg. Für weitere Details empfehle ich hier den bereits erwähnten Artikel zur Transgender-Befreiung von David Faes. Um kurz was dazu sagen, also in der Weimarer Republik hat Magnus Hirschfeld, einer der bedeutendsten Sexualwissenschaftler dieser Zeit, der der SPD nahestand, versucht medizinische Reformen durchzusetzen, die zum Beispiel Homosexualität und Transsexualität als was Natürliches anerkennen und somit die Leute nicht mehr verfolgen. Man hat Sozialarbeiter eingeführt. In der Sowjetunion gingen die Reformen noch deutlich weiter. Es gab die Möglichkeit, dass Menschen im Transgeschlecht lebten, Zugang zu Verhütungsmitteln, Geburtenkontrolle, Abtreibung, einfache Scheidung und so weiter. Allerdings waren beide Staaten immer noch Teil des kapitalistischen Systems. Die internationale Revolution war ausgeblieben. Das führte zu neuen Konflikten, einem Rollback und Kurswechsel, insbesondere in der Sowjetunion. Es mussten Konzessionen an kulturell konservative Elemente gemacht werden. Es waren die meisten Menschen, die in Russland oder in der Sowjetunion zu der Zeit gelebt haben, waren Bauern, die kaum mal 5 Kilometer von ihrem Geburtsort weggekommen sind. Und die ersten Leute, die irgendwie in Teil der größeren Gesellschaft integriert worden sind, waren die jungen Männer und älteren Männer, die zum Militär eingezogen worden sind. Das heißt, die kulturellen Vorstellungen dieser Zeit waren eher konservativ, rückständig im Vergleich zum Beispiel zu Berlin derselben Zeit. Außerdem hatte die Sowjetunion ein gewisses Bedürfnis für ein stabiles Bevölkerungswachstum, weshalb mit der Stalinisierung der Dritten Internationale und der Sowjetunion wieder mehr Wert darauf gelegt worden ist, dass es sowas wie eine stabile Familie gibt und Leute aus ihren Geschlechterrollen nicht zu weit ausbrechen. Die sexuelle Befreiung war ein Produkt des Kampfes der Linken. Der Rückschritt dieser sexuellen Befreiung, das Zurücknehmen der fortschrittlichen Reformen, wie wir sie verstehen, war auch ein Produkt dieses Kampfes, nämlich des Rückschritts dieses Kampfes. Dass die Linke nicht weiter um die internationale Revolution gekämpft hat,
sondern sich mit dem Management einzelner Teile der Gesellschaft im nationalen Rahmen abfinden musste. So ist das Thema Sexualität und sexuelle Befreiung dann auch aufgrund dieser anderen kleinen Kämpfe verschütt gegangen und nach dem Zweiten Weltkrieg sah die Situation eher finster aus. Homosexualität war in diesem Fall sowohl pervers, irgendwie was Anrüchiges, als auch eine Straftat. Die Ehe war so konservativ, wie sie vielleicht nie vorher war. In Deutschland brauchten Frauen die Erlaubnis ihrer Männer, um arbeiten zu gehen. Es gab keine Vergewaltigung in der Ehe. Und Ehen konnten schuldig geschieden werden. Schuldig war meistens die Frau. Außerdem gab es einen Kuppeleiparagraf, der dafür gesorgt hat, dass jede Person, die auch nur davon wissen konnte, dass in ihrem Haus Minderjährige oder Unverheiratete Sex hatten, eine Straftat begangen hat. Die Tabus über kindliche Sexualität, die Freud schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ein großes Problem für sexuelle Freiheit gehalten hatte, blieben weiter bestehen und in vielen Teilen sogar noch schwieriger zu besprechen als Anfang des 20. Jahrhunderts. Die neue Linke der freien Welt fand sich also in tiefer sexueller Unfreiheit wieder. Da die Nabelschnur der Tradition der Linken zu diesem Moment bereits gerissen war, sieht sich die Neue Linke in einer scheinbar völlig neuen Situation. Die Neue Linke meint, dass ihre Vorgänger, das heißt die Zweite und Dritte Internationale, sich gar nicht mit Sexualität, diesem essentiellen Bestandteil des menschlichen Wesens, beschäftigt hätten und will die bedrängte und beschnittene Sexualität befreien. Damit verdinglichte und fetischisierte die Neue Linke die Sexualität. Sie hat sie zu was Festem und vor allem anderen Abtrennbaren gemacht und über was erhoben. Adornos Mahnung, sexuelle Befreiung ist in einer unfreien Gesellschaft so wenig wie eine andere zu denken, ging an der Neuen Linken vorüber. Dass die sexuelle Revolution nicht gut ist, bis sie siegreich ist, war keine Sorge der Neuen Linken. Sie dachte, sie habe ihre Finger an einer Kraftquelle ungeahnten Ausmaßes, die ihre Vorgänger einfach übersehen hätten. Für sie war Sexualität der Sprengsatz, der die autoritäre Gesellschaft explodieren sollte. Zwar kannten sie Lenin, aber bis auf Juliet Mitchell schien keiner Lenin gelesen oder für voll genommen zu haben, als er sagte, so ungestüm und revolutionär sexuelle Freiheit auch sein mag. Sie ist im Grunde ganz bürgerlich. Das heißt nicht, dass Lenin irgendein trockener Kaderführer ist, der keinen Bock auf Sex hat oder sowas, sondern dass Lenin sagt, die Frage von sexueller Freiheit ist eine, die mit der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt. Wir haben sie geerbt von der bürgerlichen Gesellschaft. Sie ändert nichts an dem von Marx proklamierten Punkt, dass die politische Strategie einer Linken sein muss, in der Diktatur des Proletariats den Kapitalismus zu überwinden. Es ist genau dieser Punkt, an dem die Neue Linke scheiterte. Es mangelt ihr an historischem Bewusstsein. Sie verstand die politischen Probleme vergangener Generationen nicht, sondern projizierte ihre eigenen zurück und kritisierte dann die Vorläufer. Die Neue Linke tat, als ob die Linke vor ihr das Thema Sexualität nicht gekannt habe. Politische Kritik wäre aber nur möglich gewesen durch eine immanente Kritik. Durch ein Nachvollziehen und Einfühlen in eine historische Epoche, ohne dabei zu vergessen, was man nachträglich über sie gelernt hat. Stark vereinfacht meine ich damit. Das Problem war nicht, dass die Zweite und Dritte Internationale sich nicht genug um Sexualität gekümmert hätten, sondern dass beide ab einem bestimmten Zeitpunkt aufhörten, die Partei des internationalen Proletariats zu sein. Dieser Verrat der politischen Führung war es, der dazu führte, dass die Internationalen sich nicht mehr um die existenziellen Forderungen und Bedürfnisse jener scherten, die sie angeblich vertraten. Die Internationalen degenerierten und regredierten vom politischen Vertreter der proletarischen Revolution zu deren Ersatz. Die Neue Linke machte sich zum Komplizen dieser politischen Verbrechen, indem sie die Lügen glaubte, reproduzierte und zur Grundlage ihrer eigenen politischen Organisation machten. Das Scheitern der Zweiten und Dritten Internationale war für sie lediglich der Beweis, dass das Proletariat nicht das revolutionäre Subjekt sein konnte.
Dementsprechend suchte sie in den sogenannten Randgruppen nun ihren eigenen Ersatz für das revolutionäre Subjekt. In Frauen, Farbigen, Homosexuellen und Jugendlichen. Heute kennen wir diese Gruppen als beliebte, oft stark sexuell aufgeladene Werbeträger für eigentlich alles, von der Durchfallmedizin bis zum Sportwagen. Die Befreiung der Sexualität entpuppte sich Jahrzehnte später als eine ähnlich kurzsichtige Idee wie die Befreiung der Arbeit, die im Gotha-Programm von der SPD gefordert wurde und zu der Marx lakonisch anmerkte, die Arbeit soll befreit werden, begreife wer kann. Wie die Neue Linke Sexualität fetischisierte, als die große Metapher von Rausch und Revolution sah, so schlug in den folgenden Jahrzehnten die Betrachtung der Sexualität um. Die symbolische Aufladung wechselte das Vorzeichen. Das Versprechen von Glück und Lust wechselte die. Das Versprechen von Glück und Lust wandelte sich. Der sexuelle Diskurs der 1980er und 90er war geprägt von der Idee, Sexualität sei dem Wesen nach Gewalt, Missbrauch und Zerstörung. Sie musste dementsprechend eingeschränkt, gezähmt und gezügelt werden. Nobody expects the Spanish Inquisition. Der Kampf um sexuelle Befreiung verformte sich in einen gegen sexuelle Unterdrückung. Dieser war, wie Adorno bereits in den Ursprüngen der Neuen Linken erkannte, nicht bloß gespeist aus vermutlich ohnmächtiger Solidarität mit den Opfern, sondern auch im Gedanken daran, was die mit der Integration der Sexualität steigende Verdrängung anrichten vermag. Sie dürfte permanent das Reservoir autoritätsgebundener Charaktere speisen, die bereit sind, totalitäre Regierungen, welcher Spielart auch immer, nachzulaufen. Zusammengefasst, Adorno sagt, die Sorge vor sexuellen Schandtaten, sexuellen Abweichungen und so weiter stellt sich dar als Sorge um die Opfer, mit denen praktische Solidarität eigentlich kaum möglich ist, weil es keine solidarische Organisation gibt, die alle umfasst, sondern wir alle Vereinzelte sind. Und die Sorge um diese furchtbaren Perversitäten haben immer was zu tun mit einem Strafbedürfnis von Menschen, die merken, dass sie an allen Ecken selber zu kurz sind, kommen und verstümmelt sind. Um dieselbe Zeit kritisierte Juliet Mitchell die Ansätze der Frauenbewegung der Neuen Linken, indem sie aufzeigte, dass diese sich in zwei Richtungen spaltete, den Reformismus und den Voluntarismus. Auch für die sexuelle Revolution der Neuen Linken scheint mir diese Einteilung sinnvoll. Mitchell sagt, dass sie in zwei Formen zerfällt. Auf der einen Seite Reformismus. Der ist gekennzeichnet durch begrenzte Verbesserungsansprüche, dass er keine fundamentale Kritik hat und, wie sie es so schön sagt, den Status quo bloß möbliert. Auf der anderen Seite der Voluntarismus. Der Voluntarismus kennt nur Maximalforderungen und hat keinerlei Aussicht auf hinreichende Unterstützung in den breiten Massen der Bevölkerung. Für Juliet Mitchell ist dieser Voluntarismus der Maximalforderungen eine Ausstiegserklärung aus Geschichte und verantwortungsbewusstem Handeln. Leute, die sich beschweren wollen und nicht Leute, die was ändern wollen. Heute trägt diese Aufteilung zwar immer noch, allerdings sind die beiden Strömungen an vielen Stellen bereits miteinander verschmolzen. Eine Sache, die mir dazu einfällt, sind die Pronomen. Auf der einen Seite stellt man die scheinbar radikale Forderung, dass alle Menschen alles, was sie in ihrem Leben über Geschlechter und Geschlechtseinteilung gelernt haben, vergessen mögen und jeder, der nicht jeden anderen fragt, was das gewünschte Pronomen ist, eigentlich schon ein Hate Crime begeht. Auf der anderen Seite die Frage, wenn wir alle das machen würden, wenn alle von uns nur noch alle Pronomen benutzen würden, die Menschen fordern, wäre unsere Gesellschaft weniger sexistisch? Gäbe es mehr sexuelle Freiheit? Oder wäre es nicht nur eine kleine Reform im Ganzen? Die Frage, was Reform heute hieße, ist generell eine zweifelhafte. Die Sexualität ist integriert in einer ähnlichen Weise wie die Arbeiterklasse. Schon immer noch ein bisschen dürftig, aber wirklich viel besser als vor 100 Jahren. Wer wollte das leugnen? Die Befreiung aber ist Schein. Das heißt, eine fürs Wesen verkannte Erscheinung. Eine momentane Äußerung, von der man glaubt, dass sie überhistorisch die Essenz der Sache sei. Die Probleme heutiger Sexualität, sexuelle Unfreiheit in unserer Zeit und in den westlichen Staaten, in Anführungszeichen, sind an vielen Stellen, natürlich nicht an allen, aber an vielen Stellen,
keine Probleme diskriminierender Gesetze mehr. In Deutschland sieht man das, dass zum Beispiel all das, was in den 1960er Jahren kritisiert wurde, wenn es um die Verfolgung Homosexueller geht oder um die unglaublich krass eingeschränkten Rechte von Frauen, gesetzlich sind die relativ weit behoben. Frauen werden nicht mehr schuldig geschieden, müssen nicht mehr ihren Mann fragen, ob sie arbeiten dürfen oder ein eigenes Konto haben. Homosexuelle sind weder Straftäter noch psychisch Kranke noch Sünder und sie dürfen ebenfalls heiraten, bürgerliche Kleinfamilien gründen und Steuern zahlen. Es gibt natürlich auch noch Punkte diskriminierender Gesetze. Trotzdem ist, denke ich, ziemlich klar, dass die politische Frage eine andere ist als die, der die Neue Linke gegenüber gestanden hat. Viele Probleme sind eher Probleme der Zivilgesellschaft. Die Diskussion um Hashtag MeToo scheint mir ein gutes Beispiel zu sein. Sexuelle Belästigung und Vergewaltigung sind schon lange Straftaten. Das ist offensichtlich nicht das Problem. Der Wunsch, dass staatlich mehr gegen Sexismus und Missbrauch unternommen werden sollte, ist ein Ruf nach genau dem, wogegen die Linke traditionell eigentlich kämpfte, staatliche Kontrolle über selbst intimste Teile des Privatlebens der Menschen. Wir finden hier einen Widerspruch. Staat und Institutionen sollen gegen beispielsweise toxische Männlichkeit und Hetero- oder Cis-Normativität sein, sich aber auch beispielsweise völlig aus der Geschlechtsidentität der Individuen heraushalten. Dieser Widerspruch ist ein realer. Der Staat ist wirklich für beides verantwortlich. Generell scheint das neue Vorzeichen linker Sexualpolitik alles andere als Befreiung zu sein. Die Linke sieht nur Unterdrückung und fordert gegen diese Sicherheit und Gerechtigkeit ein. Die Frage, was es bedeuten würde, heute gesellschaftlich sexuelle Freiheit zu fordern, scheint geradezu weltfremd zu sein. In bester Manier der Neuen Linken gilt zum Thema immer noch, wie Eldridge Cleaver sagte, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Was also bleibt übrig vom Kampf um sexuelle Befreiung? Vielleicht nur der toten Neuen Linken und ihren zombiehaften Zeloten die Sterbebeichte abzunehmen. Denn wer weiß schon, wie lange Sexualität überhaupt noch intellektuelle und politische Beachtung zukommen wird. Zuerst ging die Befreiung verloren. Nichts garantiert, dass wir die Sexualität behalten dürfen. Dankeschön. Ich bin offen für Fragen, Nachfragen, Dialoge. Richard. Ich habe eine historische Frage. Ist es wirklich möglich zu sagen, dass die romantische Liebe ist nur ein Phänomen der Modernität? Ich denke zum Beispiel an die Billesinger von Mittelalter. Mhm. Ist das nicht eine Form romantischer Liebe? Also ich glaube, eindeutig gibt es eine Beziehung zwischen den beiden. Also die romantische Liebe der bürgerlichen Gesellschaft hat auf jeden Fall Einflüsse aus dieser Minnekultur des Mittelalters. Aber die Minnekultur an den Höfen beispielsweise ist oft unsexuell gewesen. Das heißt, sie hatte was mit Beziehung und Gefühl zu tun, aber nicht zwingend mit Familienzusammenschluss oder mit Sexualität. Das heißt, die bürgerliche Romantik ist das erste Mal in der Geschichte der Welt, dass diese drei unterschiedlichen Bereiche, Erotik, Sexualität und Familie, in einer Art und Weise so zueinander finden, dass es eben nicht nur einigen wenigen Teilen der Gesellschaft oder einigen Individuen zugutekommt, sondern dass proklamiert wird, dass das Recht aller Menschen sein sollte. Das ist das, was historisch neu und ohne Vorbild angeht. Ja, bitte. Ist es nicht das Problem, dass so wenig über Reproduktion geredet wird? Also Reproduktion als also das Problem an Homophobie ist ja eigentlich, dass man der Homosexualität vorwirft, sie reproduziert nicht. Also sie führt dazu, dass keine Reproduktion stattfindet. In dem Sinne müsste man doch fragen, was ist eigentlich Familie?
Also ist Familie immer, wo Kinder sind, oder ist Familie, geht Familie darüber hinaus? Ja, danke schön. Das ist auf jeden Fall ein bedeutender Teil des Vorurteils gegen Homosexualität und der Homophobie. Allerdings ist ganz interessant, dass sich auch diese Vorurteile und ihre Begründung stark damit gewandelt haben, dass Homosexualität eben in den meisten westlichen Staaten anerkannt ist. Also ich persönlich studiere Psychologie und so mein ganz privates Feindbild sind die Evolutionspsychologen, die immer alles aus dem Tier- und dem Steinzeitmenschen erklären. Und die sind jetzt aber auch super auf den Zug aufgesprungen, dass Homosexualität eben ganz normal und ganz natürlich ist. Und die sagen zum Beispiel, nee, die Homosexualität ist total gut für die Reproduktion, denn es sterben immer Leute. Gerade früher, in diesen Urzeiten der Menschheit, sind mega viele Leute gestorben und die haben Kinder hinterlassen. Und dafür hat die Natur eingerichtet, dass gut 10% der Leute sich nicht selbst vermehren und das sind die Ersatzeltern. Das heißt, auch diese Vorurteile transformieren sich damit, wie die allgemeine Anerkennung sich transformiert. Aber Adorno und Horkheimer betonen zum Beispiel genau das in der Dialektik der Aufklärung, dass Sexualität, Rausch und insbesondere Homosexualität verfemt dafür sind, dass sie Lust generieren, ohne dass dafür irgendeine Verpflichtung oder sowas mitkommt. Insofern glaube ich, ist das was, was man nicht außen vor lassen darf, aber wo auch bei genauerer Betrachtung dann immer die Frage wichtig ist, wie hat sich das denn auch verändert in der letzten Zeit? Also Verdinglichung heißt im letzten Teil, also was ich da meine in dem Fall ist, dass ein Teil, ein Moment eines Ganzen herausgenommen wird und betrachtet wird als was Isoliertes. Es ist nicht mehr als das, was ein Teil eines Ganzen ist, sondern ich sage, das ist ein einzelnes abgetrenntes Ding und dem hefte ich jetzt Attribute an. Und mit dieser Sexualität ist es eben so, dass die Neue Linke das revolutionäre Potenzial der Sexualität und die starke Unterdrückung der Sexualität rausgreift, was korrekte Momente des Ganzen sind, der Gesellschaft, die Freiheit nicht verwirklichen konnte, aber sie zum Kernproblem dessen erklärt und zum Fetisch erhebt und sagt, eigentlich ist es nicht die Spaltung in Lohnarbeiter und Kapital, die den ursprünglichen Widerspruch unserer Gesellschaft ausdrückt, sondern die sexuelle Unterdrückung. Und dementsprechend ist es die sexuelle Unterdrückung, die wir überwinden müssen, die wir aufsprengen müssen durch eine sexuelle Revolution, was uns über Kapitalismus irgendwann hinausführen wird. Das ist das, dass sie es nicht begreifen als Prozess dieser ganzen Freiheit, die ins Stocken gekommen ist. Und dann, das ist die Verdinglichung und die Fetischisierung ist, dass man diesem Phänomen der Sexualität eine Macht anheftet, die eigentlich nicht drin ist. Das ist ja die Idee im Fetisch. Das ist ein Gegenstand, der mit irgendeiner göttlichen Macht oder sowas aufgeladen ist. Diese göttliche Macht übertrage ich auf den Gegenstand. Und so ist es mit der Sexualität, weil sie so unterdrückt ist immer noch. Selbst dort, wo man sagt, healthy sex life ist eigentlich eine ganz gute Sache, was in den 1950ern auch schon der Fall war, dass sie aber trotzdem was Tabuisiertes hat und deshalb für diese Neue Linke zu diesem Moment der Sehnsucht wird. Okay. Katja. Sozusagen verloren, was und du stellst ja in Aussicht, dass sozusagen dass auch die Sexualität abhanden kommen kann. Wie sieht denn eine Gesellschaft mit Sexualität aus? Wie sieht eine Gesellschaft ohne Sexualität aus? Wenn ich davon rede, dass Sexualität abhanden kommt, dann meine ich nicht, dass Leute in ihrem Schlafzimmer oder wenn es draußen schön ist auf der Wiese oder was weiß ich, so nicht mehr Sachen miteinander machen, sondern ich meine damit sowas, John DeMillo, der auch Teil der Neuen Linken war und über Homosexualität schreibt, der sagt, Homosexualität ist ein Phänomen der Moderne. Vor Kapitalismus gab es keine Homosexuellen. Das heißt nicht, dass es kein homoerotisches Begehren und auch keine Heterosexuellen, genau. Genau, und tatsächlich ist es auch so, dass man von Homosexualität spricht, bevor man von Heterosexualität spricht in der Sexualwissenschaft.
Und dass Demelio sagt, es gab homoerotisches Begehren schon immer, aber die Idee, dass Homosexualität eine frei lebbare Identität sei, das ist was ganz Neues, was mit dieser Individualität der bürgerlichen und kapitalistischen Zeit zusammenhängt. Und sowas Ähnliches passiert mit Sexualität. Man sieht das zum Beispiel daran, dass mittlerweile etwas aus Sexualität herausgelöst worden ist, was vorher relativ alleine stand, nämlich Geschlechtsidentität. Also Geschlechtsidentität war vorher Teil einer sexuellen Identität und jetzt ist es so, dass in Wissenschaft, in Gesetzen, in politischen Diskussionen diese Geschlechtsidentität als was Unabhängiges verhandelt wird und auch immer wieder gesagt wird, zum Beispiel, ich habe das jetzt in einer Broschüre für Transrechte gelesen, wenn ein Arzt, ein Therapeut nach deinen Sexualinteressen fragt, wenn du ein Transmensch bist, antworte auf keinen Fall. Diese Dinge haben nichts miteinander zu tun, sie werden benutzt werden, um dich irgendwo in die Pfanne zu hauen. Was damit einhergeht, dass man früher der Ansicht war, wenn ein als Mann geborener Mensch, der sich als Frau fühlt, nicht Männer begehrt, sondern Frauen, dann kann er nicht trans sein. Ja, also dann ist es eine verkappte Homosexualität. Und in diesen Fällen ist es halt so, dass wir eben was Neues sehen, dass irgendwie die sexuelle Identität mehr und mehr zurücktritt im Vergleich zu der Geschlechtsidentität. Und sowas wird mit Sexualität passieren. Man hat jetzt schon durch Umfragen ganz gut rausgefunden, dass junge Menschen deutlich weniger Sex haben, weniger Sexualpartner, generell weniger Sex in Beziehungen und dass sie das auch überhaupt nicht schlimm finden. So, das ist für die nichts, was groß verloren geht. Dass zum Beispiel eben diese sexuelle Befreiung, also das, ne, was man darunter versteht, so wer mit wem ist jedem quasi überlassen, dass das was ist, was von Gesellschaft wieder so ein bisschen einkassiert wird und man nach auch um der Sicherheit willen sagt, das Beste ist eigentlich schon, wenn du was eher Normales machst und auch am besten nur mit einer Person und in einer festen Beziehung und auf jeden Fall nur mit Absprache. Dass somit Sexualität sich wieder verändert hat. Und dass auf der einen Seite eine stark staatliche Regulation stattfindet und auf der anderen Seite eine Rückkehr ins Private. Womit ich also glaube zu sagen, wenn ich darüber rede, dass Sexualität verloren gehen kann, dass Sexualität dass das utopische Moment am Sexuellen, dieses Versprechen des Glücks, was von der Linken, neuen Linken stark überstrapaziert worden ist, vielleicht einfach verschwinden wird und Sex sich so ein bisschen einreiht neben Sport. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die Yoga wichtiger finden als Sex in ihrem Alltag. Kann ich nochmal ganz kurz nachfragen? Also sozusagen ist das sozusagen der Zerfall in diese drei Dimensionen wieder zurück sozusagen. Also dass du diese Synthese von Familie, Eros und Sex sozusagen verlierst. Und dass die eigentlich auseinanderfallen. Ich glaube, sie werden neu zusammengeschlossen. Ich würde jetzt nicht sagen, so, dass sie komplett auseinanderfallen. Man müsste sich das auch anschauen. Ich habe am Anfang erwähnt, Volkmar Sigl spricht von den Sexualitäten im Plural, die durch diese sexuelle Revolution hervorgebracht wurden. Und im Allgemeinen sieht man, dass es immer neue Umschattierungen und Umformulierungen, Formierungen in diesem Bereich gibt. Und dass es in einigen Bereichen zutrifft und in anderen nicht. Dass die Gesellschaft vielleicht auch in gewisse Blasen mehr und mehr zerfällt, wo man mal hier macht, mal das macht, auch die Blasen wechseln kann. Aber auch das ist in der einen Zeit mal mehr und der einen mal weniger. Deshalb, ich würde nicht sagen, dass sie zwingend wieder auseinandergehen, sondern dass ihre Formierungen nicht mehr in dieser Einheitlichkeit bestehen, wie das in der bürgerlichen Gesellschaft der Fall war. Ich habe da hinten noch eine Frage und dann du, Jerzy. Ja, bitte. Ja, eine Nachfrage für den Peter. Und zwar, wo hast du Belege, Beweise dafür, dass dieser Fetisch ja anscheinend irgendwie die primäre Lane ist, auf der gekämpft wurde, oder so wurde das, so habe ich das irgendwie verstanden, dass nur über die sexuelle Lane irgendwie die Befreiung, die Überwindung des Kapitalismus passieren könnte, also wo wird das besprochen in der Weise? Ich habe das Gefühl gehabt immer, dass Kämpfe zwar klar sich diversifiziert haben, aber immer noch parallel liefen, also immer noch eine ökonomische Befreiung in manchen Gruppen höher, in manchen Gruppen niedriger, aber immer auch sehr auf dem gleichen Level gesehen wurde, also sehr in der gleichen Kategorie, sag ich mal, von wichtigen Kämpfen. Mhm.
Also, du hast völlig recht. Es gab Gruppen, die hat das überhaupt nicht interessiert, wobei das eher noch so im späteren Teil der Neuen Linken ist, als die Neue Linke sich dann aufsplittert in die antiautoritären und die eher maoistisch orientierten K-Gruppen. Und dann eben auch die Gruppen der jeweiligen sexuellen Minderheiten, das heißt eigene Frauenorganisationen, eigene Schwulenorganisationen zum Beispiel, eigene schwarze Organisationen, in den USA vor allen Dingen. Ich habe über die Leute gesprochen, die das Thema Sexualität in der Neuen Linken überhaupt adressiert haben, aber man findet es, glaube ich, auch so ein bisschen, also Alltagsphänomene finde ich immer was ganz Spannendes, die sind jetzt nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss, aber zum Beispiel dieser Spruch, wer zweimal mit derselben Pant gehört schon zum Establishment, der sagt ein bisschen was aus. Make love, not war. Auch so ein bisschen. Ne? Irgendwie, warum schmeißen wir denn auf Vietnam Bomben, wenn wir einfach poppen könnten? Diese etwas starke Vereinfachung oder im deutschsprachigen Raum ganz berühmt Sexualität und Klassenkampf. Eines der wichtigsten Werke des deutschen SDS von Raimund Reiche, der das als ganz junger Mann geschrieben hat und eben einer der Vordenker der Neuen Linken war dort. Das heißt, natürlich gab es Teile, die sich nicht so sehr darauf konzentriert haben, aber die Teile, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, haben eigentlich hauptsächlich das Ganze so interpretiert, wie ich es gerade dargestellt habe. So, die vorher haben überhaupt nicht gewusst, dass Sex da ist, so, ne? Und wir haben das jetzt neu entdeckt und wir zeigen euch jetzt, dass das die eigentliche Revolution ist. So. Ja, schön, du hast eine Frage. Ich habe eine Frage zu der Darstellung oder gibt es einen eigenen Typus, also weil du hast über sexuelle Befreiung und den Kampf um sexuelle Befreiung gesprochen, gibt es oder gab es so einen eigenen Typus von sozialistischer Forderung auf sexuelle Befreiung, die anders war als die du die bürgerliche Form von sexueller Befreiung nanntest? Also du hast kurz angesprochen, Bebel, dass es dort eigentlich auch ging um eine bürgerliche Freiheit, über seine eigene Sexualität zu verfügen. Ja. Also eben da die Frage, gab es sowas wie einen sozialistischen Typus von sexueller Befreiung, der anders ist? Und daran anschließend vielleicht die Frage, ob die Befreiung der Neuen Linken sich nicht gerade auch gegen ein bürgerliches Verständnis von Sexualität gerichtet hat. Also das nicht nur gegen staatliche Bevormundung und sagen wir diese Gängelung, staatliche Gängelung auch begehrt hat, sondern gerade auch gegen gerade antibürgerlich war. Also sich selbst auch verstanden hat als antibürgerlich im Sinne, dass sie bestimmte Formen bürgerlicher Familie aufspricht. Also zur ersten Frage, diese Sexualpolitik des Marxismus hat in den, das war das, was ich so ein bisschen versucht habe darzustellen am Anfang, in der bürgerlichen Revolution ist diese Idee erstmal von frei gewählter Liebe und je mehr die bürgerliche Revolution sich in Widersprüche verstrickt und je weniger diese Freiheit individuell garantiert ist, desto mehr hat sich das Ganze politisch auch Bahn gesprochen. Eben gerade bei den utopischen Sozialisten war das ein extrem entscheidender Punkt. Die haben eben dafür gekämpft, dass andere Formen von Zusammenleben anerkannt werden, dass es diese individuellen Freiheiten gibt, dass es die volle Gleichstellung der Geschlechter gibt, die auch schon in der Französischen Revolution mit anklingt, durch zum Beispiel Mary Wollstonecraft, aber noch weit in den Kinderschuhen steckt in unserem Begriff. Was der Marxismus tatsächlich gemacht hat, ist zu größten Teilen die Forderungen, die bereits in dieser utopischen sozialistischen Linken vorformuliert waren, erneut aufzunehmen, weiterzutragen und im Kampf um die sozialistische Revolution, diese Diktatur des Proletariats, neu einzuordnen in den Kampf. Es gab aber wenig wirklich neue Forderungen, die rein um die sexuelle Freiheit gingen. Was die Frage der Frauenbefreiung angeht, ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil da nochmal die Frage von Arbeitsregelungen und sowas damit reinspielt. Aber hauptsächlich war die marxistische Sexualpolitik, der marxistische Kampf um sexuelle Befreiung, die Fortführung und mutatis mutandis weitergetragene
Kämpfe dieser utopischen sozialistischen Linken. Und somit denke ich auch, dass du einen richtigen Punkt ansprichst mit der Frage der neuen Linken. Die neue Linke hat eben Marxismus überhaupt nicht als das verstanden, als was ich versucht habe, das zu charakterisieren, das Fortführen der bürgerlichen Revolution unter den veränderten Umständen. Die neue Linke hat Kapitalismus als sexistische Kackscheiße verstanden, wie man das heute so scharfsinnig ausdrückt, und gesagt, das ist die Gesamtscheiße, das muss weg. Und insofern nicht richtig verstanden, inwiefern der Marxismus sich als eine Kritik dieser Umstände betrachtet hat. Ja? Also inwiefern Marxismus sehr wohl gesehen hat, dass es bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus waren, die Freiheit in die Menschheitsgeschichte getragen haben, und dass es darum gehen muss, diesen Widerspruch auszubuchstabieren, um die Verwirklichung der Freiheitsideale herzustellen. Und insofern glaube ich, dass die Neue Linke an vielen Stellen sehr gezielt antibürgerlich war, aber das Missverständnis war, dass das Marxismus sei. Ja, bitte. Ich habe das gesagt auf diese Nachfrage hin, dass Sexualität an Bedeutung verliert in unserer Gesellschaft. Erstmal eigentlich nur, dass das so ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das per se was Schlechtes oder per se was Gutes ist. Ich finde es was Interessantes. Die Frage ist aber schon auch so, Sexualität hat ja früher für was eingestanden. Es geht ja nicht jetzt nur um irgendwelche körperlichen Akte, sondern es geht um die Frage von Glück und worin das Glück gesucht wird, und dass eben in dieser Idee sexueller Freiheit auch mit inbegriffen war, dass das Beziehungen unter Menschen sind, freie Beziehungen unter Menschen und frei gewählte Ideen von Glück, und dass das durch irgendwas ersetzt werden muss. Da sagt Adorno, dass das eine Tendenz ist, die in den 60er Jahren schon beginnt, und dass das, was, ich mache gleich einen Punkt, dann kannst du nochmal antworten, und dass Lust, dass das, was unter sexueller Lust verstanden wird, mehr und mehr ersetzt wird durch Ersatz und Vorlust, durch gewisse Produkte, die man Leuten verkaufen kann. Da würde ich jetzt erstmal zustimmen und hören die erhöhte Mediennutzung. Sich jetzt noch was fragen hätte, also befreit sich Sexualität nicht gerade jetzt im Moment auf eine ganz neue Art und Weise? Weil, was du vorhin gesagt hast, ist so, dass zweimal für mich Sexualität und sexualisierte Gewalt in einen Topf geworfen wurden. Also, weil nach was im Moment ja gerade auch durch MeToo gefragt wird oder gebeten wird, ist nicht eine staatliche Regulierung der Sexualität, sondern eine staatliche Regulierung einer gesellschaftlichen, der sexualisierten Gewalt. Und wie du das gesagt hast, war es eine Sache und es ist nicht eine Sache. Naja, man kann das so sehen oder man kann das so sehen. Also was ja zum Beispiel ein Ding ist, was ist diese Frage nach Consent. Ne? Irgendwie, dass halt alles mit Consent geschehen muss. Und in den USA ist es jetzt so, dass man gesagt hat, okay, es gab viele Formen von Vergewaltigung, an Campi zum Beispiel, wo Leute gesagt haben, ich habe gewissen Formen des sexuellen Verkehrs zugestimmt, aber gewissen anderen nicht. Und diese gewissen anderen, die dann vollzogen wurden, das war eine Vergewaltigung. Das halte ich für sehr nachvollziehbar und richtig. Und ich verstehe, dass man diese Form sexueller Gewalt unterbinden will. Die Schwierigkeit ist aber, dass man diesen Consent einführt, man das Gesetz auch über alle Leute verhängt, bei denen in der sexuellen Beziehung keinerlei Form von Gewalt ist. Die neuen Gesetze, die Consent-Gesetze in den USA, sagen, wenn zwei Menschen Alkohol konsumiert haben, irgendwas von über zwei Bier oder einen Joint geraucht haben, können sie keinen Consent mehr geben. Das heißt, wenn du mit einer Person schläfst, die bekifft ist, dann hast du sie vergewaltigt. Sie konnte keinen Consent geben, ganz gesetzlich festgelegt. Sie ist nicht in der Lage, Consent zu geben, und somit hast du dich an ihr vergangen. Das ist natürlich Bullshit, aber dadurch, dass das Gesetz über alle verhängt werden muss, allgemein sein muss, zeigt es diese zwei Seiten. Und das ist, wo sexuelle Gewalt und Sexualität, die wirklich extrem wenig miteinander zu tun haben, da hast du recht, dann in eins fallen, weil sie beide der staatlichen Regulation überantwortet werden. Ja, aber ganz ehrlich, also kein Kläger, da kein Richter, also es kann mir niemand erzählen, dass Leute, die eine Tüte gebraucht haben, auf einmal Bock drauf kriegen, Personen, die eigentlich gerade noch scharf waren, anzuzeigen. Also das ist doch Bullshit.
Adorno sagt, also Adorno sagt, dass die Begründung, dass ein Gesetz nicht ausgeübt wird, ist kein Argument für sie. Ich sage, dass Adorno da recht hat. Also wie gesagt, dass man sagt, ein Gesetz wird nicht angewendet auf Leute, ist kein Argument dafür. Das würde ich auch so sehen. Bitte. Was jetzt aus der Diskussion gerade rausgekommen ist zu diesem Punkt, Millennials haben angeblich weniger Sex als früher. Wurde da die Frage gestellt, haben Millennials weniger guten Sex als früher? Oder gibt es einfach generell weniger Sex, aber nicht jeder Sex war immer gut? Nö, also es geht erstmal nur darum, dass es weniger ist und dass es weniger Bedeutung hat für die Leute. Okay, aber es ist einfach nur so als Denkanschluss dazu, dass ja Sex haben nicht unbedingt gleich bedeutet, Lust, Eros etc., wenn solche Dinge manchmal früher vielleicht woanders geworden sind. Klar. Aber da auch wieder so, also natürlich. Aber ich habe da jetzt auch nur das mal so gesagt, eben als, ne, das ging mir jetzt nicht darum, so, dass ich sage, das ist eben gut oder das ist schlecht, sondern das ist eine qualitative Veränderung, die sich gerade vollzieht und die man beobachten kann. Was zum Beispiel eben von den kritischen Sexualwissenschaftlern um das Institut für Sexualwissenschaft in Frankfurt eine Sache war, die beurteilt, also die dort erhoben wurde und thematisiert worden ist. Die sagen aber auch zum Beispiel alle, dass es nicht darum geht, dass das jetzt irgendwie schlechter wäre oder die Menschen weniger autonom wären oder sowas. Es geht rein darum, dass das passiert. Dass dieser große Fetisch der 60er Jahre zwar immer noch sehr bedeutend ist, aber was das für die Leute bedeutet, was anderes geworden ist. Bitte. Ich finde auch, also du hattest gerade noch einen Punkt gesagt, dass die sexuelle Befreiung gerade ja eher noch so einen neuen Aufschwung bekommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass es wird, zumindest aus meinem Verständnis heraus, irgendwie mehr über Menstruation geredet, mehr über Vulven, mehr über, also vor allem jetzt bei der weiblichen Sexualität halt mehr darüber geredet, irgendwie Dokumentation, aber auch Netflix-Serien dazu, also irgendwie die Sex halt Education. Jeden, genau, die halt jeden erreichen, eben nicht nur so die eigene Bubble. Von daher habe ich auch das Gefühl, das ist eher so ein neuer Aufschwung, und wenn du so Zahlen sagst, dass Millennials weniger Sex haben als früher, dann denke ich mir so, irgendwie hat das, haben ja alle Individuen so eine Revolution oder so eine, also sowas durchgemacht, dass wir unsere Träume verwirklichen können, mehr als früher, wir können uns entfalten und sowas, aber gleichzeitig wird nicht über sexuelle Entfaltung gesprochen, sondern nur über persönliche Erfolg und Geld und Beruf und sowas und Bildung, aber eben nicht über sexuelle Entfaltung. Ich habe das Gefühl, das zieht gerade eher so nach, und ich finde die Begründung dahinter, hinter solchen quantitativen Ergebnissen, ist vielleicht eine andere, als dass die Sexualität wieder uns weggenommen werden kann oder so. Also, ja. Also es war natürlich auch eine provokative These, ne? So, das war ja auch mein Punkt dann so in der Antwort darauf, so die Praxis des Verkehrs verschiedener Formen wird bestimmt nicht komplett verschwinden. Aber sie erfährt eben Veränderungen. So. Also ich denke zum Beispiel ein Punkt so, dass die meisten Leute heute den meisten Sex mit sich selber haben, ist was eher Neues. Und dass das eben mit Hilfe digitaler Apparate geschieht, in zumindest großen Fällen, dass auch diese Aufklärungsformen eben zum Beispiel über Popkultur, Kulturindustrie transportiert werden, sagt auch irgendwie was aus. Du hast vorher noch einen Punkt, was ich glaube ich das fand, was ich mit diesen Teachern auch ansprechen wollte, ist, dass eben Sexualität heute noch, dass man irgendwie sagt, so sexuelle Befreiung ist, dass eine Frau einen Orgasmus hat. Es ist super, dass Frauen Orgasmen haben, so wie ich das allen Leuten wünsche, dass sie ihren Körper kennen, dass sie körperliches Glück erfahren und so weiter. Der Punkt in der bürgerlichen Revolution war aber die Idee, dass Menschen frei sein können. Und zwar nicht frei von sexistischen, heteronormativen Klischees, sondern frei, so wie Gott frei ist. Dass es Menschen ihre Sexualität nicht von Naturdingen diktieren lassen müssen. Dass sie nicht des Gnadenbrotes der Herrschaft bedürfen dafür, dass sie ihre Sexualität ausleben dürfen, dass ökonomische Motive keinerlei Bedeutung dafür spielen, mit wem bin ich zusammen, wie lange bin ich mit der Person zusammen, möchte ich eine Familie gründen und so weiter. Also das ist eine völlig neue, dass eine Form von Freiheit vorgestellt worden ist, eine Utopie,
die Teil dessen ist, was auch hier wieder, sorry fürs Name-Dropping, Adorno sagt, eine befreite Gesellschaft geht um die Abschaffung des Todes. Es geht darum, dass das, was wir irgendwie als Mensch und als Gesellschaft und als Leben wahrnehmen, unter einem völlig neuen Vorzeichen steht, was nicht mehr unter dieser Eingeschränktheit des Tierischen steht, sondern dass irgendwie eben genau diese Erfüllung, diese Freiheit, dieses Glück, dass das was ist. Ich finde super, dass es sowas wie Sex Education gibt. Ich finde natürlich, dass viel zu wenig sexuelle Aufklärung betrieben wird. Ich finde, dass das viel weitergegeben werden sollte. Uns ist eine Schande, wie wir mit Sexualität in unserer Gesellschaft umgehen und mit Erotik voll. Der Punkt ist, und das wollte ich sagen, was politisch gemeint war mit sexueller Befreiung in der bürgerlichen, in der frühsozialistischen, in der marxistischen Politik, das war was unglaublich viel Weiterreichendes, was eben eine utopische Dimension hat und nicht nur, dass wir von diesen ganzen ekelhaften Einschränkungen des Alltags doch bitte mal ein bisschen frei sein mögen. Ich habe noch zwei andere Fragen und dann die Leute, die schon mal dran waren, ja? Nee, du warst zuerst, glaube ich. Und dann schon. Du hast, erstmal danke für das Titel, du hast den kulturellen Konservativismus in der Sowjetunion angesprochen. Und einmal, wie würdest du sagen, ist da die Rolle quasi von der Notwendigkeit der globalen Kapitalentwicklung zu entsprechen, eben durch das Scheitern der Weltrevolution? Das hast du schon so ein bisschen angesprochen mit der Geburtenrate. Und wie würdest du sagen, ist die Rolle von der Liquidation von Marxismus in Stalinismus quasi als Verständnis von einer Mission, von Freiheit, von einer Mission, die bürgerliche Revolution weiterzuführen, zu vollenden? Wie würdest du sagen, spielen diese zwei Punkte, und vielleicht gibt es noch andere, die ja. ich genannt habe, darauf ein, und was ist das Verhältnis davon? Ja, das sehr gut, danke schön. Im Kern wollte ich sagen, dass eben Marxismus für diese Form utopischer Befreiung stand. Weltweiter, umfassender, die alles das, was bis jetzt war, als tierisches Leben dastehen lässt, im Gegensatz zu einer Freiheit. Mit der Niederlage dieses Kampfs um die Weltrevolution hat man quasi Schadenskontrolle angefangen zu betreiben. Das heißt, man hat gesagt, gut, die Weltrevolution ist jetzt erstmal nicht, aber wir haben was gewonnen, das ist dieser Teil der Erde, der ist jetzt irgendwie sozialistisch. Der Sozialismus in einem Lande in der Sowjetunion. Und dass man somit angefangen hat, Marxismus als was zu verkaufen, was er nicht war. Man hat gesagt, so das hier ist schon der Schritt. Wir haben Sozialismus teilweise verwirklicht. In einem Land. Das heißt, es dauert eigentlich nur noch, bis sich das lokal ausbreitet und dann ist das irgendwann alles umfasst. Das kassiert komplett diese Frage nach einem qualitativen Umschlag zur Freiheit hin. Und damit, dass das kassiert worden ist, die Idee, dass es um die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden geht, wie Marx das sagt. Das ist das, was ermöglicht, dass Marxismus dann auf sowas runtergebrochen wird wie eine Klientelpartei quasi. Ja? Dass irgendwie der Marxismus im Grunde nur die Arbeiter als Arbeiter hätte organisieren wollen, um denen das Steak vom Boss auf den Teller zu legen. Und diese ganze Frage nach der Transformation von Freiheit ausgeblieben ist. Und gleichzeitig ist das, was eben so was Trotzki die Liquidierung des Marxismus in den Stalinismus nennt, eben was nicht thematisiert wird. Es ist nicht so, dass irgendwie die Leute in den Parteien frei sind, über sowas zu reden und irgendwie demokratische Befragungen der Mitglieder passieren, sondern Leute reden einfach nicht so drüber. Der demokratische Charakter des Marxismus, der bolschewistischen Partei auch, wird im Stalinismus aufgelöst und ins Gegenteil verkehrt. Und somit wird das nie zum Thema gemacht, dass die Weltmission im Grunde unterbrochen worden ist. Und das ermöglicht dann, dass Marxismus später in diese Teilbereiche zerfällt, wo quasi gewisse Gruppen sich um gewisse Probleme kümmern, die sich dann ergänzen. Hilft das? Ja, das hilft auf jeden Fall. Danke. Jim. Genau, ich habe zwei Fragen. Eine hoffentlich, die ganz schnell geht. Du hast immer diesen Dreiklang von Sexualität, Erotik und Familie. Reproduktion oder Familie. Ich weiß nicht, was der, also Sexualität und Erotik sozusagen, wo die unterschieden und wo die unterschieden sind. Und die andere Frage betrifft die Diskussion vorher. Aber ich finde, du hast jetzt hier gerade auch was ganz Gutes dazu gesagt. Genau wie die marxistischen oder vorher marxistischen Arbeiterparteien, anstatt dass die Arbeiter als Teil einer Verwirklichung einer Utopie oder einer umfassenden Revolution, qualitativen Revolution zu sehen, machen sie auf einmal Klientelpolitik. Genau wie
die sexuelle Befreiung nicht mehr als Teil eines utopischen Projekts gesehen wird, sondern Klientelpolitik für bestimmte sexuelle Gruppen. Mhm. Also ich habe den Eindruck, die gleiche Politik, also diese gleiche irgendwie quantitative Einschränkung der Sache findet sowohl bei den, also findet vielleicht auch in vielen Bereichen statt, zum Beispiel auch im Bereich der Arbeit. Plötzlich werden die Parteien einfach so Klientelparteien für die Arbeiter, eben gucken, dass man von der 40 auf die 35 Stunde runterkommt und das Steak vom Chef auf dem Tisch möglichst hat, was ja auch teilweise gelungen ist. Ja, auch diese Kämpfe wurden ja gewonnen, trotzdem kann man als Marxistin irgendwie nicht zufrieden damit sein. Jetzt hast du aber vorhin, als du gesagt hast, dass die Sexualität oder dass die quantitativ die Millennials weniger Sex haben, hast du es nicht ganz so neutral gesagt, wie du danach getan hast, sage ich mal. Du hast schon das auch in Verbindung gebracht mit der Frage, ob nicht damit auch die Utopie der Sexualität verloren geht. Und da würde mich einfach interessieren, vielleicht nochmal, was eigentlich die Utopie der Sexualität ist oder was, wie man das, also sozusagen, es gibt in verschiedenen Phasen auch verschiedene Vorstellungen davon, ja, und also ich kenne es vielleicht vor allem so aus postmoderner Theorie, irgendwie was so die, oder aus postmoderner Psychoanalyse, libido-ökonomische Befreiung und sowas, aber genau, was würdest du sagen, ist eigentlich die Utopie der Sexualität? Ja. Und inwiefern geht die vielleicht gerade verloren oder inwiefern ist die auch noch aktiv heutzutage bei uns oder den Millennials? Also ich glaube, jetzt nicht, dass die Utopie der Sexualität verloren gehen kann. Ich glaube, die ist verloren. Voll. Wie gesagt, das ist neben Yoga, Einkaufen, Netflix gucken, Uni-Arbeit. Normal. Ist doch nicht, also keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass es viele Leute gibt, die guten Sex haben. So. Dass man dann sagt, boah, war das toll so. Aber ich meine, Utopie ist der Nichtort. Das, der Sehnsuchtort dessen, wo man hin will und nie hinkommen kann. Ich glaube aber nicht, dass das heißt, dass es für immer verloren ist. Es geht mir darum, dass eben in der Befreiung der Sexualität, in der Utopie eben diese Befreiung der Sexualität, die Utopie der Sexualität ist nicht in der Sexualität, die ist in der Freiheit. In der Idee der Freiheit. Und weil es so was Essentielles ist, klingt das dort so stark nach. Und das ist das, weshalb ich das Thema immer noch wichtig finde. Zu Erotik und Sexualität, also der eine oder die andere kennt es vielleicht vom Hörensagen oder aus der Literatur, dass man mal Sex hat, wo man dann sagt, weiß auch nicht so. Ne? Das könnte Sex ohne Erotik sein. Ich habe auch zum Beispiel für das andere Beispiel einen Freund, der sitzt hier im Raum und ich werde ihn auch nicht benennen, der mir mal erzählte, dass er auf einem Rave abends saß, in Waldnachts, und eine junge Frau sich mit dem Rücken an ihn lehnte und das ein zutiefst erotisches Erlebnis gewesen sei. Ohne, dass es in irgendeiner Art und Weise was mit Sexualität zu tun gehabt hätte. Das vielleicht dafür. Richard, und dann hast du noch eine Frage. Was denkst du, ist die Bedeutung heutzutage von Polyamorie? Von was? Polyamorie. Polyamorie ist erstmal falsch. Es muss Polyphilie oder Multiamorie heißen. Das eine ist nämlich lateinisch und das andere griechisch. So ein bisschen auf der einen Seite sieht es nach dem Rettungsanker aus. Ne? Es will den Menschen aus diesem Gefängnis befreien, aus dieser Kiste der RZB, der romantischen Zweierbeziehung, wie man das in der Neuen Linken so schön genannt hat. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die realste Dimension der sogenannten Polyamorie eher lüttige Artikel im deutschen Feuilleton sind. Also man kann wirklich keine Woche Spiegel oder Süddeutsche lesen, ohne dass es irgendwelche neuen Polyamorie-Tipps gibt. Ich glaube, auf der einen Seite folgt das sehr realen Bedürfnissen von Menschen, die sich klaustrophobisch eingeengt fühlen und eben neue Formen von Freiheit haben möchten, eben auch so neue Formen von sich selbst erfahren möchten darin. Und ich glaube, das ist was, wo irgendwie Polyamorie heute wertfrei eher was mit narzisstischen Bedürfnissen zu tun hat. Für narzisstische Bedürfnisse kann niemand was, die werden in uns, sorry, sagt Adorno, gesellschaftlich produziert.
Und dementsprechend kann man Menschen nicht dafür verurteilen, dass sie so sind oder sie ihnen irgendwie als unmoralisch nachtragen. Ich glaube, dass es eher so der Wunsch ist, sich selbst als was Neues zu erleben, in einer neuen Situation mit neuen Lüsten zu erleben, als dass es darum geht, dass man sagt, ich habe zu vielen Menschen so enge Bande, dass ich die alle in einer familiär oder romantischen Art und Weise mit mir spüren möchte. Und ich glaube, das verdient Respekt und Interesse. Ich glaube aber auch nicht, dass es der Deus Ex Machina ist, der uns eben diese Utopie der Sexualität zurückbringt. Ist es antiromantisch? Polyamorie? Das kommt, glaube ich, sehr drauf an. Also, keine Ahnung, ich glaube, Polyamorie von der Berghain-Clique ist was anderes als irgendwie von Links-Hippie-Freundeskreisen oder sowas oder irgendwie von Leuten, die in Startups arbeiten und in ihren Freundeskreisen die Möglichkeiten abgrasen. Kann, glaube ich, sehr unterschiedliche Sachen geben. Was ich aber glaube, was es extrem selten gibt, ist sowas wie das, was irgendwie als Gegenentwurf zu einer Familie vorgestellt wurde. Also es gibt immer noch außerhalb der Zweier-Ehe keine anerkannten Ideen für familiäres Zusammenleben. Also wann hat man schon mal zwei Männer und drei Frauen oder vier Frauen und einen Mann getroffen, die irgendwie so zusammenleben wie ein Mann und eine Frau oder ein Mann und Mann oder eine Frau und eine Frau oder Transmann, Transfrau und so weiter. Ist das die Patchwork-Familie? Naja, die Patchwork-Familie ist aber eben auch genauso. Zwei Erwachsene plus Kinder. Aber das ist doch, also das ist doch das, was ich vorhin meinte. Sie müssen doch erstmal klären, was Familie ist. Familie ist erstmal das, was vom Staat als Familie akzeptiert wird, würde ich sagen. Ich glaube, wenig. Also es hat über die Jahrtausende eine riesige Veränderung erfahren. Von irgendwie Clanstrukturen früher Vorzeiten bis hin zu dieser bürgerlichen Kernfamilie. Im Mittelalter war eine Bauernfamilie was anderes als eine aristokratische Familie. Schwer zu sagen. Was halt wie gesagt immer noch so ist, zwei erwachsene Menschen, die sich staatlich trauen lassen, sagt der Staat, das ist eine Familie, die brauchen unseren staatlichen Schutz, die Leute zahlen weniger Steuern etc. pp. Finde ich auch nicht gut, aber ist, glaube ich, das, was im Moment so für die Frage, was ist Familie, das ist das, als was Familie im Moment uns gegenübertritt. Hier hinten hatte sich doch der Kollege gemeldet. Sorry. Ja. Bitte, ja. Genau, also wir haben jetzt viel irgendwie darüber geredet, was sozusagen die Ideen davon, aber wir sehen jetzt halt mal in dieser Gesellschaft, die ziemlich weit davon entfernt ist und ja, irgendwie auch schon analysiert hast, ist die Sexualität jetzt nicht befreit und die Leute sind von verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen so geprägt, dass das ja irgendwie alles gar nicht so ganz befreit und so toll abläuft. Und ich frage mich jetzt halt trotzdem, damit muss man ja auch irgendwie umgehen. Also das ist halt tatsächlich einfach, also sexualisierte Gewalt ständig passiert und dazu verhalten. Und ja, also ich sehe natürlich schon, dass es irgendwie natürlich die Utopie wäre, irgendwie die Gesellschaft zu transzendieren, auf deren Grundlage irgendwie diese ganzen schlimmen Sachen passieren. Aber wenn jemand Gewalt angetan wird, dann ist es doch richtig, dass er oder sie sein bürgerliches Recht einfordert und das auch passiert. Oder, also ich frage mich nur sozusagen, ich würde dir natürlich zustimmen in deiner Vision, aber ich frage mich, wie kommt man von einem zum anderen? Also für mich ist das wirklich größte Problem bei der Sache, dass gerade auf der Linken die Leute den Staat als diese absolute Drecksinstitution bezeichnen und das furchtbar finden, dass wir alle kontrolliert und von außen gesteuert werden, aber gleichzeitig wünschen sich alle, dass wir eine schöne neue 1984-Welt haben, in der wir bitte alle menschlichen Regungen, die uns nicht passen, ausmerzen können. Das kann man aber nicht. Das ist mein Problem mit der Sache. Ich glaube nicht, dass der Staat die Probleme, die zwischen Menschen bestehen, die zu diesen Gewalttätigkeiten führen, durch Gesetze sinnvoll regulieren kann. Ich glaube, das ist nicht möglich. Wenn das möglich wäre, würde ich die Frage vielleicht anders führen. Aber wie gesagt, Vergewaltigung und sexuelle Belästigung waren schon vor #MeToo Straftaten. Offensichtlich ist es
was, dass diese Gesetze, dass Leute meinten, diese Gesetze können in einer gewissen Art und Weise nicht eingefordert werden oder greifen nicht weit genug. Und damit man das richtig machen kann, muss man weiter in die Regulation des Privatlebens der Menschen gehen, um dieses Übel auszumerzen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Deshalb denke ich nicht, dass das möglich ist. Du hast dich gemeldet. Ja, eine Frage direkt dazu eigentlich. Wie würde denn die Diktatur des Proletariats irgendwie diese quasi mit solchen Sachen umgehen? Also würde irgendwas besser werden, nur weil jetzt irgendwie das Proletariat im Ton angeht, wenn es darum geht, dass irgendwie Frauen oder generell Menschen um ihre körperliche Unversehrtheit irgendwie besorgt sein müssen? Also es ist auf jeden Fall kein Automatismus. Auch die Diktatur des Proletariats ist nicht der Deus Ex Machina, der alles auf einmal klären wird. Die Idee dahinter ist, dass die Probleme, die wir haben, Probleme der Freiheit von Menschen sind und dass diese Probleme sich nur lösen können von Menschen, wenn die Freiheit nicht mehr von außen, von oben, vom Staat eingeschränkt wird. Lenin nennt als ein Beispiel im Gespräch mit Clara Zetkin, dass er sagt, in einer sozialistischen Gesellschaft wäre die Gemeinschaft so produktiv, so funktional, dass die Gesamtgesellschaft in der Privatheit unterbindet, wenn solche Übergriffe passieren. Dass zum Beispiel eben Leute sich nicht mehr schämen müssen oder Angst haben müssen, wenn sie sowas benennen. Dass klar ist, dass die Gemeinschaft hinter den Leuten steht. Unter anderem, weil die Leute nicht mehr miteinander um einen Job oder sowas konkurrieren müssen, sondern weil alle Leute mit allen Grundbedürfnissen so weit versorgt sind und die Übertretungen irgendwie von Menschen geahndet werden können, weil sie sie als Übertretungen erkennen und unterbinden wollen, dass Ungerechtigkeit passiert. Das wird auch nicht automatisch passieren. Die Idee ist aber, dass wenn die Freiheit nicht weiter eingeschränkt wird, als es notwendig ist, zum Beispiel insofern, dass kein Mensch einen anderen Menschen vergewaltigen darf, dass dann sinnvolle Wege des Umgangs miteinander geführt werden, dass es nicht mehr des autoritären Diktats von außen oben bedarf, sondern dass die Menschen ihr Privatleben so formulieren, so umformen, dass Sicherheit und Freiheit sich nicht mehr gegenseitig ausschließen, weil alle sich als Teil desselben Ganzen erkennen und das nicht nur als eine Phrase. Ja, aber Sex ist ja nicht was wie Essen oder Arbeit, was einfach so verteilt wird. Also wo dann Menschen nicht mehr in irgendeiner Art von Konkurrenz zueinander stehen, wenn man so nennen will. Ich weiß nicht. Also im Moment wird so, Arbeit ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie an der großen Zentralstelle stehen, da wird die Arbeit verteilt, sondern es wird eben vermittelt irgendwie zugeteilt. Aber klar, irgendwie Menschen bekommen in der Gesellschaft, können sie ihre Grundbedürfnisse unterschiedlich wahrnehmen. Wir haben noch, im Moment, Clint hat sich als erster gemeldet. Ich glaube, wir haben jetzt noch so gut 10 Minuten und dann können wir es fertig machen. Dann erst Clint. Gibt es sonst noch Fragen, damit ich irgendwie einen Überblick habe? Da? Nein? Okay, dann würde ich sagen, machen wir Clint, dann kommst du und dann am Ende noch mal Jim. Also. Und du noch, ja? Vor Jim dann, du hast dich eben schon gemeldet. Also, ich will einfach mehr von diesen, also, du hast in dem Vortrag auf die französische und auf die russische Revolution hingewiesen. Wie eine politische Revolution eine weitere Sozialisierung von Sexualität ermöglicht hat. Und ich hatte also im Blick auf diese Frage, okay, wie können wir das 20. Jahrhundert und den Verlust an Sexualität verstehen, ich hatte an zwei Beispiele gedacht, also wie wir überhaupt das messen können, also die Distanz zwischen like, uns und den 60er und dann like, den Horizont quasi von dem Zweiten Internationalen. Und die zwei Beispiele sind, auf der einen Seite, du hattest diesen also Reform-Revolutionskampf, also innerhalb der Sozialdemokratischen Partei und auch innerhalb der freudischen Psychoanalyse. Also die Reformisten gegen, also die Marxisten haben gesagt, diese Idee, dass die tote Arbeit tatsächlich die lebendige Arbeit like, auffrisst und dass der Staat eigentlich diese schlechte Dinge, wir wollen das beiseite lassen. Und eigentlich können wir eine sehr positive, also Umverteilung durch den Staat vorstellen. Wir können sehen, dass eigentlich also unsere Arbeit ist gut. Wir können alle so sozial anerkannte Bürger des Rechtsstaats werden. Und wir können alle diese
schwierige, kritische Seiten von dem Marxismus beiseite lassen und das reformieren und besser in Einklang bringen. Und das ist genau dasselbe Ding innerhalb von Freudischen, also Freud selber und seine Schüler Adler. Und wo Adler sagt, ich mag nicht so gern diese das Unbewusste, diese kindliche Sexualität, diese like, Gewalttriebe, die da drin sind. Eigentlich geht es darum, dass wir eine positive Ich-Bild also behaupten. Und es ist tatsächlich aus diesem Reformismus innerhalb von Freudischen Psychoanalyse, also du hast mich komplett nicht verstanden. Also, du hast komplett die Sache also verpasst. Und es ist gerade aus dieser reformistischen Psychoanalyse, dass diesen ganze Postkriegs-psychoanalytische like, Konsumprodukt auskommt. Also man geht dann zur Therapie und es ist also so, wie die Sexualität und die Therapie, die sind alle also Teil davon, eine positive Selbstbild. Also Hygiene, genau. Und das andere Beispiel, an dem ich gedacht habe, also auf welche Weise ist überhaupt also Identität? Also du hast ja so diese Schüleridentität, ist etwas, das nur in der Moderne aufsteigen kann. Like, auf welche Weise ist das befreiend? Ich denke daran, dass, also wenn Marx oder wenn Lukács sagt, das Proletariat ist das identische Subjekt-Objekt der Geschichte. Es ist, weil es das Nicht-Identische war. Also das Nicht-Identische ist gerade das, was like, Werden ermöglicht. Es ist was Anstreben, es ist über sich selbst hinausgehen. Und in den 60er, in den wissenschaftlichen Enzyklopädien, also die Enzyklopädie für den Sozialwissenschaften, die hatten kein Wort für Identität drin. Ja. Also der Begriff Identität war kein Begriff. Und jetzt geht es alles um Identität. Und mein Bruder arbeitet bei Marktforschung. Und ich habe einen Kumpel, der arbeitet mit Bernie Sanders, wie wir Leute ansprechen beim Wahlkampf und so. Und die können, es ist unglaublich, wie wir uns alle einteilen können in verschiedene Identitätssektoren. Und ich kann sagen, ich kann vorhersagen, bevor ich dich überhaupt kenne, welche Buche du magst, welche Vorurteile du haben wirst. Und alle sind einfach like, verfestigt in like, Identitätsgruppen, die dann also Produkte verteilt werden können. Also wenn wir like, diese zwei like, Beispiele im Blick haben, also wie wir überhaupt diese Distanz also messen können, like, warum war das Politische das Notwendige dafür, dass wir überhaupt das Soziale an der Sexualität zu thematisieren können? Kannst du die letzte Frage nochmal? was ist das Utopische an der Sexualität? Das ist also irgendwie die wir like, also als die negative Frage, die wir like, im Rahmen haben wollen. Und das Sexuelle soll das nicht identisch, das ist nicht etwas, das einfach bestätigt ist, aber soll irgendwie. Like, das Utopische am Sexuellen ist, dass es das scheinbar Natürlichste der Welt ist, was uns mitgegeben ist, von Anfang an, wo wir keinerlei Einfluss drüber haben, nur dass das nicht stimmt. Dass die bürgerliche Revolution sagt, das ist nicht das Entscheidende. Wir als Menschen sind frei. Und unsere Naturbasis der Sexualität ist nicht das, was unsere Sexualität hauptsächlich bestimmt, sondern das, was unsere Sexualität hauptsächlich bestimmt, ist unsere Freiheit. Unser Wesen als freie Menschen, dass wir etwas werden können, dass wir veränderbar sind, dass wir uns formen können, dass wir nicht irgendwo hingeworfen sind und so für immer bleiben müssen, weil die Gravitation unserer Seele halt so ist. Dass Sexismus und Vergewaltigung und Fremdenhass keine menschheitsgeschichtlichen Konstanten sind, sondern allgemein überwunden werden können. Das ist das Utopische. Ist eine direkte Nachfrage? Ja, es wäre ein direkter Kommentar genau dazu. Also weil ich meine, ich glaube die Frage, oder vorher die Frage nach der quasi bürgerlichen Sexualität oder nach der bürgerlichen, quasi diesem bürgerlichen Selbstverständnis von Sexualität und Familie, die ist ja nicht nur eindeutig gegen Unterdrückung gerichtet, sondern sie ist auch selber eine Form von Sexualunterdrückung. Also ich meine, im eigentlich vielleicht das klassische Ideal der Aufklärung ist ja eigentlich eines, das sich gegen eine völlig ziellose und triebhafte Sexualität adliger Kultur
richtet, in der im Prinzip der Adlige mit allen schlafen kann, mit denen er will. Und dann eigentlich, dass die bürgerliche Selbstregulation von Sexualität auch eine ist, die Sexualität selbst reguliert. Und deswegen sich eigentlich eine konstante und bleibende Art von sozialer Bindung aufbaut, in Ehe, in einer Form, die naturhaft Triebhafte selbst reguliert. Und ich meine, wenn vielleicht die Frage aufkommt nach dem utopischen Charakter von Sexualität, dann wäre es doch vielleicht einer, der darauf abzielt, eben gerade das Naturhafte und das Soziale, den sozialen Charakter von Sexualität, den du beschrieben hast, und den quasi natürlich Triebhaften auf eine andere Art und Weise zu vermitteln, zusammenzubringen, indem sie sich nicht ausschließen, indem sie kein widersprüchliches Verhältnis zueinander entwickeln. Also ich meine, ob das nicht irgendwie so eine Art von, ich meine natürlich ein sehr theoretisches, aber irgendwie doch irgendwie ein begriffliches Annäherung an die Frage von irgendwie sexueller Utopie wäre. Utopie in der Etymologie ist zweideutig. Eutopos, Utopos. Gute Wort. Ja. Dann die natürliche Frage ist sexuelle Befreiung möglich, wenn es utopisch ist? Wenn es eine Utopie von sexueller Befreiung ist, ist es möglich? Ich denke, der entscheidendste Punkt ist, dass ohne das Ziel der Utopie keine wirkliche Entwicklung in dem Sinne stattfinden kann. Dass ohne das Verständnis dessen, dass Sexualität eben auch was Freies ist, die ganze Entwicklung eben was rein Naturhaftes bleibt, unsere Freiheit. Ist das Ziel erreichbar? Wie bitte? Ist das Ziel erreichbar? Und kann der Weg, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, nicht dahin führen? Du hast vorhin gesagt, Vergewaltigung und Belästigung war schon immer strafbar. Ich habe gesagt, vor MeToo. Ist seit ein paar Jahren strafbar. Also befinden wir uns nicht vielleicht gerade auf dem Weg dahin, auch durch Regulation. Also ich meine, das ist eben der reformistische Punkt, dass man sagt, so diese Reformen sind ein Schritt dahin. Der marxistische Punkt, den ich hier stark gemacht habe, ist, nein, Herrschaft und Unterdrückung sind das, was auch zu sexueller Ausbeutung und sexueller Unterdrückung führt. Und solange Herrschaft und Unterdrückung weiter besteht, kann auch Sexualität nicht ohne Herrschaft und Unterdrückung sein. Und wenn es einem deshalb um die Befreiung von Sexualität geht, muss es einem um die Befreiung der Menschheit gehen. Weil es eben nicht das Säubern der Sexualität von ihren destruktiven Elementen ist, was uns zu einer sexuellen Freiheit führen wird, sondern die Verwirklichung von Freiheit ist es, die unsere Sexualität wahr und frei machen wird. Das ist der marxistische Punkt. Und glaubst du wirklich, dass die Befreiung der Menschheit ohne Identitätspolitik funktionieren soll? Ich glaube, sie kann nur ohne Identitätspolitik funktionieren, ja. Ohne dass Schwarze ihre Forderungen klar machen und ohne dass beiden Gruppen oder allen möglichen Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, immer wieder vorgeworfen wird, sie würden die Identitätspolitik betreiben. Entschuldigung, aber Klasse ist auch eine Identitätspolitik. Nee, das glaube ich eben nicht, sondern das musste erst hergestellt werden. Auch die Proletarier, denen musste erst klar gemacht werden, dass sie irgendwie zusammengehören. Was sie eigentlich ja nicht getan haben. Aber ich glaube, in der Anruf weiter nicht ganz kurz was einbinden kann, ist, dass man könnte vielleicht sagen, dass eine ist eine soziale Identität, wenn man, weil das macht ja schon Sinn, dass du sagst, du bist nicht von vornherein, sondern sie müssen sich als dieses Konstrukt irgendwie begreifen, während hingegen man entweder als Schwarzer geboren wird oder irgendwie auch als Frau geboren wird. Also das ist schon ein kategorialer Unterschied, würde ich sagen, der wahrscheinlich entscheidend ist. Ich verstehe jetzt nicht, inwiefern das dem widerspricht, was ich gesagt habe. Aber naja, das eine wäre ein freier Zusammenschluss, dass man beschließt, dass man aufgrund seiner Forderung eine Gruppe bildet. Der Arbeiterpunkt ist doch, dass der Arbeiterklasse was anderes übrig gelassen wird. Die Arbeiter werden eben nicht zwingend vom Kapitalismus als Klasse zusammengeschweißt, sondern der Kapitalismus sagt genau, ihr seid nicht eine Klasse, ihr seid Bürger.
ihr könnt genauso Kapitalisten werden wie alle anderen auch. Es ist eben so, die Arbeiterklasse wird ja nicht die ganze Zeit als politische Klasse weiter konstituiert vom Kapital, sondern sie braucht eben dieses subjektive Moment und diese Idee, dass sie gemeinsam die Freiheit erzeugen können, was sie zu einer Klasse macht. Und der Punkt ist, also ich bin natürlich gegen die Unterdrückung von Schwarzen und Frauen und sexuellen Minderheiten normal, ich bin ja kein Vollidiot. Die Frage ist, ist diese Freiheit der Leute herstellbar darüber, dass ich sage, du als Schwarzer musst für deine Freiheit als Schwarzer kämpfen, du als Frau musst für deine Freiheit als Frau kämpfen oder du bist Teil dieser internationalen Arbeiterklasse, die beständig reproduziert wird vom Kapital und nur im Verständnis dessen können wir ein politisches Projekt formen, was über die Grenzen von Identität hinausgeht und die allgemeine Frage von zivilisatorischer Freiheit stellt, die nicht nur uns empirische Menschen betrifft, sondern die ganze Frage unserer Ideen, unseres Denkens, unserer Institutionen. Überhaupt die Frage danach, macht es Sinn, Menschen nach ihrer Hautfarbe zu trennen oder nach dem, was sie in ihren Chromosomen oder zwischen ihren Beinen haben? Das haben die Marxisten eben zumindest historisch gegenteilig beantwortet. Es ist natürlich auch eine valide Haltung, klar. Ich meine, du hast deine politische Haltung, jeder hat sie. Das ist voll in Ordnung so. Aber im Marxismus ist das nie so gesehen worden. Wir hatten hier noch eine Frage, die die ganze Zeit runtergefallen ist. Bitte stell sie noch. Es gibt zwei Fragen. Neu entdeckt hat und das von den arbeitertümelnden alten Marxisten komplett vergessen wurde, was ja eben nicht der Fall ist, der Fall war, meine ich. Und der Punkt ist ja, dass man nur mit einer sozialistischen Bewegung all diese Kämpfe wirklich zuspitzen kann. Und wenn man sich wenn man stattdessen meint, dass das halt alles so diese einzelnen Kämpfe für Frauenrechte und so weiter und so fort, ähnliche Rechte sind, wenn man da nicht den Kontext zieht hin zur allgemeinen Befreiung, dann dann kann man diesen Kampf ständig führen. Also über die nächsten Jahrzehnte immer wieder neue Forderungen. Dabei vergisst man ja dann, dass Staat und Zivilgesellschaft in Widerspruch auch geraten sind. Also seit der 40er Revolution war Kapitalismus ähnlich. Ja, also wenn es keine gemeinsame sozialistische Bewegung gibt, dann machen diese Kämpfe an sich so für sich allein halt keinen Sinn. Wenn sie nicht weitergeführt werden. Zusammen. Danke. Du hast noch die Frage hinter dir. Ja. Ist noch aktuell? Ja, das ist noch. Dann bitte. Ich frage mich so ein bisschen, also die Diskussion eben war ja schon so ein bisschen in die Richtung, sage ich mal. Und klar, diese Klientel- oder Identitätspolitik, so klar kann ich da auch Kritik dran üben und es gibt auch auf jeden Fall Richtungen, wo ich sagen würde, okay, da geht es nicht um Willkür in irgendeiner Form, trotz alledem werden da halt auch Formen der Unterdrückung in irgendeiner Form aufgezeigt. Mhm. So, inwieweit können die nicht auch Hand in Hand gehen mit der Unterdrückung, die jetzt marxistische Theoretiker eben fokussieren? Und inwieweit kann nicht erst diese utopische Freiheit, die du genannt hast, auch dadurch entstehen, umso mehr wir von diesen Unterdrückungsformen jetzt auch über das Proletariat hinaus, umso mehr wir davon erkennen, auch erst entstehen. Ich glaube,
Mein Hauptpunkt dabei ist, dass ich habe davon gesprochen, dass Marx von der konkreten Totalität des Kapitalismus spricht und dass er eben sagt, es ist diese konkrete Totalität, die überhaupt sowas wie auch die solidarische Arbeiterklasse überhaupt erzeugen kann. Und dass eben die Arbeiterklasse nicht hetero, cis, weiß, männlich ist. Sondern der Punkt ist, dass der Widerspruch der Lohnarbeit und dieser Widerspruch, dass wir eigentlich alle immer weniger arbeiten müssten, aber es in Wirklichkeit immer weniger Jobs gibt, dass nicht die Arbeit überflüssig wird, sondern die Arbeiter, dass das das gemeinsam verbindende Moment ist. Und dass das eben die Kapital produziert auf der einen Seite die Möglichkeit der Freiheit und auf der anderen Seite die konkreten Unfreiheiten auch. Deshalb war die marxistische Idee, dieser gemeinsame Nenner muss adressiert werden, um überhaupt die anderen Dinge aufsteigen zu lassen. In der Neuen Linken ist eben so ein bisschen das historische Beispiel dafür, dass die Leute sich ziemlich gegenseitig an die Gurgel gesprungen sind, so nach dem Motto, meine Unterdrückung ist schlimmer als deine. Das ist heute dann nicht ganz so sophisticated in der Intersektionalität oft zusammengefasst, wo man dann aufaddiert, so wie unterdrückt ist denn jemand, während es darum nicht ging in der Idee des Marxismus, sondern darum, es gibt eine menschheitsgeschichtliche Aufgabe, dies zu lösen. Und natürlich ist dafür auch von völlig bedeutend so, was sind denn Mechanismen, mit denen irgendwie ethnische Minderheiten unterdrückt werden, was sind denn Mechanismen, die Frauendiskriminierung betreiben, wo werden denn sexuelle Minderheiten irgendwie ausgeschlossen und unterdrückt, dass sie aber als Teilmoment dieses Kampfs um eine gesamtgesellschaftliche Befreiung geführt werden mussten. Und dass in dem Moment, wo man sagt, na, eigentlich gibt es hier verschiedene Unterdrückungszusammenhänge, gegen die wir zusammen kämpfen müssen, der Hauptpunkt des Marxismus unter den Tisch fällt. Ein Kapitalismus, one world, one solution. Und das ist das, was schwierig dabei ist. Das heißt nicht, dass man im Austausch mit Leuten nichts lernen kann, sondern dass es eben um eine konkrete Frage politischer Strategie geht. Die haben wir aber im Moment nicht. Ne? Es gibt keine Linke, die die Welt verändern kann. Deshalb wirkt diese Sache für uns so seltsam. Und deshalb sind das auch valide Fragen, die ich überhaupt nicht in Abrede stellen will. Ich will das Wort stark machen für das, als was ich die marxistische Perspektive darauf sehe, die uns im Moment real fehlt. Wir haben noch Jim. Fertig? Ja. Vielen, vielen Dank an euch alle. Es war eine super Diskussion. Achso, ja, genau. Hörsaal 8, 18 Uhr, gegen Partie Die Linke. Ihr seid herzlich eingeladen, einfach mal zu kommen.